Getränke, die das FUKA bereitgestellt hat. Und da könnt ihr uns eine kleine Spende vielleicht da lassen, wenn ihr euch was nehmt. Und noch ein Veranstaltungshinweis. Wir veranstalten auch eine Vortragsreihe dieses Semester zum Thema Gegenwartskultur und kritische Theorie. Und dazu findet ihr auch alles auf diesen wunderschönen roten Flyern, die wir gerade schon durchgegeben haben. Genau, nächste Woche Mittwoch findet da nämlich der nächste Vortrag statt. Da spricht Max Pichel zum Thema I got the shotgun, Recht und Popkultur. Aber jetzt zurück zum heutigen Abend und zu unserem Referenten Stefan Gantler. Er hat hier in Frankfurt Philosophie, Politikwissenschaften und Lateinamerikanistik studiert und bei Alfred Schmidt promoviert. Seit 1993 lebt er in Mexiko und hatte mehrere Lehrstühle an verschiedenen Universitäten dort inne, zum Beispiel an der Universidad Nacional Autónoma de México, der University of California in Santa Cruz und der Universidad Autónoma de Querétaro. Und dort ist er auch Koordinator des Forschungsprojektes Kritische Theorie aus der Sicht Amerikas. Und er ist unter anderem Autor der Bücher Peripherer Marxismus, Kritische Theorie in Mexiko und der Frankfurter Fragmente, Essays zur kritischen Theorie. Und das hat er im letzten Jahr hier bei uns vorgestellt. Und vielleicht war da jemand von euch auch da. Und eines dieser Fragmente in diesem Buch ist auch Walter Benjamins Geschichtsthesen gewidmet. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, mehr noch zu diesem Thema zu erfahren. Also, Stefan, bitteschön. Gut, also vielen Dank für die Einladung an Arbeitskreiskritische Theorie hier in Frankfurt am Main. Und vielen Dank fürs Kommen. Also die Idee von dem Vortrag ist, eine möglichst radikale Interpretation von Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte. Der Grund, es gibt viele Gründe, aber ein Anlass ist, wie ihr wisst, es gibt jetzt so eine Benjamin-Mode seit 15, 20 Jahren, nachdem er eigentlich die meiste Zeit nach seinem Tod ziemlich ignoriert wurde, hat er plötzlich so ein, was weiß ich, ein Revival eigentlich nicht, weil er vorher auch nicht gelesen wurde, aber so ein Aufnehmen seiner Texte begonnen. Allerdings nach meiner Einschätzung, ich kenne natürlich nicht alle Texte, es gibt da hunderte oder tausende mittlerweile, aber ein großer Teil zumindest, was so dominierend ist, ist aus meiner Einschätzung her, wird ihm nicht gerecht in seinem Versuch, Marx und die marxischen Texte, die marxische Theorie vor der positivistischen, dogmatischen Vereinigung zu retten, vor der sozialdemokratischen Vereinigung zu retten. Und indem man eben sozusagen die allerradikalsten Teile Marx hervorhebt. Ich denke, das ist das ganz kurz zusammengefasst, das Projekt von Benjamin in diesem Text, eben eine radikale, linksradikale, könnte man sagen, Lektüre von Marx. Und das ist so ein bisschen der Ansatz von diesem Vortrag. Also diesen revolutionären, nicht historizistischen, nicht opportunistischen, nicht progressistischen Benjamin hervorzustreichen, der, wie gesagt, aus meiner Sicht in der heutigen Diskussion manchmal etwas untergeht. Es gibt sehr viele Beispiele, um das zu belegen. Ein Beispiel wäre Suzanne Buckmores, kennt bestimmt einige, sehr bekannt, hat da jahrelang über das Passagenwerk gearbeitet mit einem Stipendium aus Deutschland. Ich habe die Jahreszahl vergessen, ab 10 Jahre oder so, oder 8 Jahre. Und hat dann ein riesiges Buch veröffentlicht, was sehr interessant ist, weil es so eine Reorganisierung des Textes versucht, dieses niemals beendeten Textes. Allerdings glaube ich, dass bei zentralen Fragen, wie zum Beispiel eine, die ich heute besonders hervorheben will, der Zeitbegriff ist meiner Ansicht nach von ihr falsch verstanden. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder schlicht aus Unkenntnis. Und das kann man in fast allen Schriften über Benjamin heute wahrnehmen, dass insbesondere seine Kritik am Zeitbegriff, wird meiner Ansicht nach heruntergespielt. Das ging sogar schon etwas mit Adorno los. Das ist ganz interessant. Ich habe nie ganz verstanden, warum. Weil gleichzeitig übernehmen Horkheimer Adorno in der Dialektik der Aufklärung zentrale Motive dieses Textes über den Begriff der Geschichte von Benjamin. Gleichzeitig aber gibt es einen ganz kurzen Text von Adorno über diesen geschichtsphilosophischen Aufsatz, in dem er sagt, Benjamins Fortschrittskritik muss man sicher verstehen als eine Kritik, die also darauf abzielt, aufzuzeigen, dass es falsch ist, technischen, ökonomischen und so weiter Fortschritt gleichzusetzen mit gesellschaftlichem Fortschritt. Wobei es aber bei Benjamin aus meiner Einschätzung, ich glaube, das lässt man ziemlich leicht nachweisen, darum geht, nicht einen einbegrenzten oder begrenzten, nicht weitreichenden, zu einseitigen Fortschrittsbegriff in Frage zu stellen, sondern Fortschrittsbegriff als solchen.
Ich denke, darum geht es eigentlich heute im Vortrag, eine Wiederaufnahme der kritischen Art und Weise, die Zeit, wie wir sie heute sehen, unter die Lupe zu nehmen. Erstens und zweitens als Folge davon eben auch den Fortschrittsbegriff auseinanderzunehmen. Benjamin sagt in einer seiner These, dass eben eine Kritik des Fortschrittsbegriffs nur möglich ist, wenn sie einhergeht mit einer Kritik des Zeitbegriffs. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich jetzt wirklich zu Benjamin selber komme, zu der Interpretation bei Susan Buck-Mörs. Sie sagt, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, kann ich mal kurz das anmalen. Sie macht so eine Grafik, die ungefähr so geht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Sie sagt, es gibt zwei Zeiten in Benjamin. Einmal ist die normale Zeit sozusagen, wie wir sie kennen im Alltag. Und dann gibt es eine andere Zeit, das ist die revolutionäre Zeit. Ja, und da, wo es, das ist sozusagen, falsch gesagt, das ist diese messianische Zeit. Und da, wo es sich kreuzen, das ist die Revolution, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, das ist ähnlich zu einem Hakenkreuz, aber nein. Entschuldigung, das ist ein bisschen gemeiner Kommentar. Ich habe jedenfalls das Erste, was ich gedacht habe, das ist jetzt ein bisschen gemeiner Kommentar. Das ist natürlich nicht Buck-Mörs Absicht, aber eben, ich denke, dass das falsch ist. Es gibt ähnliche Interpretationen. Buck-Mörs ist jetzt sehr bekannt, darum erwähne ich sie nicht, weil ich sie besonders schlecht oder so finde. Sie ist eine sehr interessante Frau. Aber in diesem Punkt, also ihre Texte sind auch sehr interessant, meine ich hauptsächlich, aber ich glaube, dass sie sich irrt. Ich denke, dass es in Benjamin, und das ist, glaube ich, ganz eindeutig, eigentlich keinen Zeitbegriff der hiesigen Art gibt. Also hiesigen, damit meine ich, was heute hier und in den meisten Teilen der Welt vorherrschend ist. Ich denke, der ist einfach entlarvt bei Benjamin als eine ideologische Konstruktion, die mit physikalischen oder sonstigen Gegebenheiten nicht wenig, sondern überhaupt nichts zu tun hat. Vielleicht kann ich damit anfangen, auch noch ein kleines biografisches Detail am Rande. Es ist bekannt, dass einer der Assistenten von Einstein war ein Freund von Benjamin. Man weiß, dass Benjamin ihn immer wieder gefragt hat nach der Einstein- und Relativitätstheorie. Das ist natürlich nicht das Gleiche, Benjamin und seine Geschichtsthesen und Einstein und seine Relativitätstheorie, aber sie laufen auf einen ganz ähnlichen Punkt hinaus, nämlich Kritik der Vorstellung der Zeit als die absolute Konstante, wollte ich sagen. Wie ihr wisst, wie es ja in der newtonschen Physik, die mittlerweile als überholt gilt, angenommen wird und auch in den heute noch vorherrschenden Sozialwissenschaften auch. Also sagen wir, und die kommen natürlich beide aus, naja, kommen nicht, aber sagen wir, ihre Hauptentwicklungsphase ist in der bürgerlichen Epoche, wo, und das dieser Begriff kommt von Marx letztlich, kommt auch von einer Autonomen, Marx wird entwickelt, wo der Zeitbegriff zentral ist. Also die Marx gelesen haben, wissen, dass Marx, wenn er analysiert, ausgeht von Smith, Ricardo, zum Teil auch Aristoteles und anderen Autoren, was ist das, was es möglich macht, so unterschiedliche Dinge zu vergleichen, wie was weiß ich, ein Sack Kartoffeln und ein paar Schuhe, also dann in einem Wertverhältnis zu setzen. Und die Frage stellt sich schon, Aristoteles geht dann über die Jahrhunderte und bei Smith und Ricardo schon etwas genauer entwickelt und Marx treibt ihn auf die Spitze und sagt natürlich, das Einzige, was sie gemein haben, ist die Zeit, die man im Durchschnitt braucht zur Herstellung dieser Differenzen, dieser verschiedenen Produkte und dadurch kann man sie vergleichen. Also der Zeitbegriff ist nicht irgendein Begriff, sondern ist der Begriff der modernen kapitalistischen Welt. Ohne einen Zeitbegriff, wie wir ihn heute haben, Benjamin formuliert ihn so, gerichtet, also eindeutig ausgerichtet, ununterbrochen und leer, also neutral. Das heißt, jede Sekunde hat den gleichen Nicht-Inhalt, um das mal sozusagen wie eine andere, jeder Tag ist genauso leer von der Zeit her gesehen, wie der nächste oder der vorhergehende. Also es gibt eine Leere in dieser Zeit, sie hat keinen eigenen Inhalt. Erstens, zweitens ist sie klar gerichtet, also sie geht nicht so nach links oder rechts, sondern nach hinten. Und drittens ist sie ununterbrochen, das ist auch sehr wichtig, also es gibt keine Sprünge. Und dieser Zeitbegriff ist zentral, damit das kapitalistische ökonomische System funktioniert. Also gäbe es solchen Zeitbegriff nicht, dann könnte diese Gesellschaft, so wie sie heute funktioniert, nicht existieren. Und insofern ist die Kritik am Zeitbegriff nicht irgendein philosophischer Spleen oder so, sondern ist es außer der politischen, epistemologischen und sonstigen Konsequenzen, hat es eben auch diese ökonomische Konsequenz, die ermöglicht macht, eben statt aufgrund religiöser oder sonstiger Kategorien, die Gesellschaft heute eben rational zu organisieren, das heißt ausgehend vom Zeitbegriff. Insofern
Und das sage ich auch, weil viele, die Benjamin dann lesen, wenn sie von Marx her lesen, von links her, soll man es mal sozusagen lesen, ihn eigentlich oft als von rechts von Marx ansiedeln. Sagen, naja, der Benjamin ist eigentlich weniger radikal, der geht da in andere Fragestellung rein und so weiter und so weiter. Also ich hatte da zum Beispiel in Kalifornien, wo ich mal ein Jahr lang war, ziemlich wilde Diskussionen mit den dortigen Marxisten, die alle der Meinung waren, Benjamin hat mit Marx relativ wenig zu tun, und das halte ich für völlig falsch. Also meine Einschätzung ist, dass einer der wenigen ist, die den marxischen Zeitbegriff und seine Kritik verstanden haben. Also Zeitbegriff und seine Kritik geht einher mit Wertbegriff und dessen Kritik. Also es ist untrennbar, weil, wie gesagt, der Wert ist ausschließlich in der heutigen Gesellschaft über die Zeit, die durchschnittlich benötigt wird, definiert. Es gibt keine andere Grundlage. Also der Wertbegriff hat weder eine physikalische noch eine chemische noch was weiß ich. Eine sonstige Grundlage hat ausschließlich eine Grundlage auf dem Zeitbegriff. Insofern, wie gesagt, ist es eigentlich die Frage überhaupt, um diese Gesellschaft zu verstehen. Und insofern sind eben diese Missverständnisse, wie sie zum Beispiel bei Buchmörs vorkommen, wichtig. Also ich denke, das ist kein Zufall. Damit kann man sozusagen, auch wenn man von Revolution redet, an diesem Schnittpunkt, entnimmt man oder neutralisiert eigentlich Benjamin und macht aus einem revolutionären Denker einen integrierbaren Denker, den man doch irgendwie letztlich auch nicht antikapitalistisch lesen kann. Und in dem Vortrag heute geht es ums Gegenteil. Es geht eben darum, herauszustreichen, dass Benjamin meiner Ansicht nach einer der revolutionärsten Denker des 20. Jahrhunderts ist. Und das, und zwar genau wegen seinem Zeit- und Fortschrittsbegriff und dessen Kritik. Ja, und wie gesagt, sowohl in Einstein als auch in Benjamin geht es darum, aufzuzeigen, dass die Zeit nichts Absolutes ist. Es gibt natürlich Zeit. Ja, wir haben natürlich alle, ich habe hier auch meine Uhr, unsere Uhren dabei. Es gibt Zeit als gesellschaftliches Phänomen. Es geht überhaupt nicht darum, das abzustreiten. Die Frage ist, ob das tatsächlich ein überhistorisches Phänomen ist, ein physikalisch bedingtes Phänomen, was wie oft fälschlicherweise angenommen wird. Wie gesagt, physikalisch ist es längst überholt. In Einstein ist die Zeit natürlich keine Konstante mehr. Wie ihr wisst, die einzige Konstante in der Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Es gibt sonst alles andere, einschließlich der Zeit selber, sie werden relativ. Die Soziologen sagen dann, oder auch zum Teil die Philosophen, naja, das gilt ja, also wenn sie überhaupt davon gehört haben, das gilt natürlich nur für sehr große Geschwindigkeiten. Bei niedrigen Geschwindigkeiten merkt man das kaum, diese Variationen in der Zeit, die abhängen von Geschwindigkeit und so weiter. Ich denke, das kann kein philosophisches Argument sein. Also ich denke, die Philosophie ist etwas richtig oder ist falsch. Man kann nicht sagen, das ist fast richtig. Ja. Der Zeitbegriff stimmt so 99%. Ich denke, das ist offensichtlich ein schwaches Argument. Gut, das ist aber nicht der zentrale Punkt. Nur ich wollte darauf hinweisen, es gibt eine Parallele zu der einsteinischen Debatte Anfang des 20. Jahrhunderts. Na, jetzt auf Benjamin eingehend, direkt Benjamin selber. Wie gesagt, der zentrale Punkt ist meiner Ansicht nach eben ernst zu nehmen, dass Benjamin eine These sagt, es geht darum, diesen Zeitbegriff in Frage zu stellen. Was interessant ist insofern, als unser Zeitbegriff ja tatsächlich völlig unterschiedlich ist als alle anderen vorher existierenden Zeitbegriffe. Also wenn man das, ich bin kein Historiker, aber wenn man das historisch aufgreift, ja, oder auch selbst heute noch, gibt es parallele Zeitbegriffe. Der vorherrschende ist natürlich der im Kapitalismus wirksame. Aber zum Beispiel in Mexiko gibt es immer noch Indigenergruppen, ich kenne mich leider mit kaum aus, aber mir wurde das erzählt, die zum Beispiel sagen, die Zeit ist wie eine Schildkröte. Sie geht manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal geht sie auch nach links, nach rechts, dann geht sie mal ein Stück zurück. So ist die Zeit. Also es gibt in verschiedensten Kulturen die unterschiedlichsten Zeitbegriffe, und diese verschiedenen Gesellschaften konnten sich alle damit organisieren. Das Argument ist wichtig, weil oft gesagt wird, wenn wir diese Zeit nicht hätten, wie sie unsere Uhren heute angeblich messen, dann könnten wir gar nicht zusammenleben. Das ist offensichtlich ein absurdes Argument, weil die Menschheit hat über Jahrtausende mit einem anderen Zeitbegriff oder anderen Zeitbegriffen eigentlich zumindest so gut leben können, dass sie nicht ausgestorben ist. Sonst sind wir nicht hier. Aber dieses Argument ist sicher schon mal falsch. Was richtig ist, ich wiederhole, im Kapitalismus, das stimmt, könnte man tatsächlich nicht mit diesem Zeitbegriff leben. Im Kapitalismus könnte man natürlich ohne diese Uhren und so weiter nicht leben. Benjamin erwähnt das auch, dass in Frankreich in der Revolution im Juni, als Schüsse fallen, er sagt, es gibt da so ein Phänomen, dass in so einem bestimmten Augenblick, ohne dass die Leute sich abgesprochen haben, gleichzeitig an verschiedenen Stellen von Paris die Revolutionäre die Turmuhren angreifen und sie zerstören. Ja, das findet er sehr interessant, und offensichtlich die Idee, die er damit ausdrücken will, ist eben genau das. Es geht um einen Angriff, gegen eine
bestimmte Gesellschaftsformen. Was greift man an? Natürlich auch Polizeistationen, Militärstationen, Waffenlager, Gefängnis und so weiter. Aber eine der zentralen Angriffspunkte sind die öffentlichen Uhren. Die privaten Uhren gibt es ja damals noch nicht. Also die Uhren werden angegriffen, werden zerstört. Die Zeit im heutigen Sinne wird zerstört in der Revolution. Und das ist sicherlich, als Benjamin geht davon aus, dass es kein mehr als ein symbolischer Akt. Also es ist halt der Versuch, eine andere Gesellschaftsform zu etablieren, ist nicht vorstellbar ohne eine Zerstörung des heutigen Zeitbegriffs. Der Grund ist der folgende, denke ich. Also ich denke, Benjamin, genau wie Marx, gehen davon aus, dass außerhalb der kapitalistischen Revolution durchaus ein Zusammenleben möglich wäre. Wie gesagt, über Jahrtausende haben wir das gemacht, vor dem Kapitalismus, sicherlich auch danach, wenn es einen danach geben wird, was ich mal sehr hoffe, im Kommunismus, auch wie man das nennen will. Und da könnte die Gesellschaft in der Lage sein, sich selber zu organisieren, ohne äußerliche Instanzen. Also im Mittelalter sind diese äußerlichen Instanzen zum Beispiel natürlich irgendwelche Glaubenskonstruktionen, Engel, Heilige, Götter oder Gott, die Heilige Jungfrau Maria und was man alles so hat, um so seine Gesellschaft in ihre Bahnen zu lenken. In anderen Religionen heißen die wieder anders, diese übermenschlichen Instanzen. Aber es gibt immer in einer nicht freien Gesellschaft die Notwendigkeit einer übermenschlichen Instanz, die sozusagen das Chaos verhindert und ein Zusammenleben ermöglicht und verhindert, dass alle sich gegenseitig umbringen und so weiter und so weiter. Und das ist einer der Gründe, würde Benjamin sagen, warum wir heute Zeit im Sinne der Uhren haben, weil wir die Heiligen sozusagen zumindest als Mehrheitsgesellschaft nicht mehr haben, die Götter auch nicht mehr. Ich meine, es gibt noch Gläubige, aber das spielt sozial im Sinne von der Alltagsorganisation keine zentrale Rolle mehr. Darum ist sozusagen der neue Gott, die neue übermenschliche Instanz, ist die Zeit. Also die Zeit im Sinne dieser Uhren, die wir heute benutzen, nicht im Sinne anderer Gesellschaften. Die Zeit ist das, was sozusagen eine als außergesellschaftliche Instanz uns möglich macht, zusammenzuleben. Darum sagen wir eben spontan auch, ohne Uhren könnten wir uns gar nicht zur richtigen Zeit treffen. Ohne Uhren wüssten wir gar nicht, wann ich dich morgen, was weiß ich, eben an der und der Straßenecke und dem Café treffen kann. Das geht ja nur, weil wir diese übermenschliche Instanz haben. Und Benjamin würde sagen, es stimmt, dieser Satz, aber nur in dieser Gesellschaft. In dieser Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass unsere Zusammenlebensform so, er benutzt das Wort nicht, aber ich glaube, man kann es da einführen, so verdinglicht, würde jetzt Lukács sagen, aber die Idee ist, Benjamin, wahrscheinlich, wie es kommt, der zu Marx über Lukács, über Geschichte und Klassenbewusstsein, also die ist so verdinglicht, unsere Form des Zusammenlebens, dass wir tatsächlich einen direkten Kontakt nicht mehr aufbauen können und nur noch über andere Dinge, äußere Dinge, und das äußere Ding, das zentral dabei ist, ist jetzt bei Marx natürlich die Ware. Und damit der Wert auch, Marx nennt das das automatische Subjekt, also es gibt kein Subjekt mehr für Marx in der kapitalistischen Gesellschaft, es gibt aber ein automatisches Subjekt, das ist der Wert. Und Benjamin, denke ich, radikalisiert das Argument, wie gesagt, im Unterschied zu anderen Marxisten, die sagen würden, er weicht ab von Marx, denke ich, er weicht nicht ab, sondern er radikalisiert es, treibt es auf die Spitze und sagt, was heißt Wert? Das heißt Zeit. Ja, also das, was uns organisiert heute als außermenschliche Instanz, ist der Wert, das heißt die Zeit, als abstrakte, als neutrale, als leere, als gerichtete, als ununterbrochene, also im heutigen Sinne des Wortes. Wir brauchen es aber nur deshalb, weil wir verdinglicht leben. Weil wir brauchen dieses Ding Zeit. Oder genauer als materiell gesprochen, dieses Ding Uhr und so weiter und so weiter. Dieses Ding brauchen wir, weil wir aufgrund des chaotischen Zusammenlebens, dass der Kapitalismus provoziert, allein und direkt uns einfach nicht mehr außer sich Ausnahmesituationen, die manchmal ab und zu mal geben. Was weiß ich, wenn man mal besonders verliebt ist, irgendwas, eine besonders schöne Freundschaft hat. Es gibt bestimmt so kurzzeitige Ausnahmesituationen. Ich glaube nicht, dass die länger dauern als ein paar Stunden. Aber abgesehen davon ist es eben nur möglich, uns zu sozial, gesellschaftlich zu organisieren über verdinglichte Form. Und die zentrale verdinglichte Form ist eben der heutige Zeitbegriff und die Maschinen, die ihn sozusagen wiedergeben. Ich denke, das ist der zentrale Ausgangspunkt, der in den meisten Texten über Benjamin entweder völlig ausgeblendet wird oder in Bookmurs wird er zumindest erwähnt. Insofern ist hier eigentlich schon eine positive Ausnahme. Also viele haben noch nicht mal so eine Grafik. Es ist ja zumindest ein Versuch, aufzugreifen, wie kann man den, oder zu erklären, wie kann man den benjaminschen Zeitbegriff, den sie als wichtig begreift, wie kann man den erklären. Aber wie gesagt, nochmal zurück zu dieser Grafik. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Zeitmodell in Benjamin gibt es noch keins von den beiden. Weil es in Benjamin, glaube ich, noch ist es nicht gerichtet. Noch nicht mal eine gerichtete Kurve. Also er geht
davon aus, dass die Idee einer gerichteten Zeit falsch ist. Das ist natürlich auf den ersten Blick sehr komisch, weil wir so alle so sozialisiert wurden. Vielleicht, bevor ich jetzt zum Fortschrittsbegriff komme, noch ein paar Worte dazu, wie er das löst, das Problem. Er sagt nach längeren Überlegungen, ich mache das ein bisschen jetzt rückwärts, aber er kommt, geht dann über den Begriff der Vergangenheit und so weiter, Begriff des Gesterns, warum schaut der Engel zurück und so weiter. Das will ich aber erst später erwähnen. Nach längeren Überlegungen kommt er dann zu dem Schluss, dass es eigentlich einen einzigen Zeitbegriff gibt, der richtig ist. Es gibt ja viele Wörter für Zeit. Eine Stunde, in einer Stunde, vor einer Stunde, vor 1000 Jahren, in 10 Jahren und so weiter. Wir haben natürlich sehr viele Arten, über Zeit zu reden. Gestern, vorgestern, bald, das ist kurz her und so weiter. Ich würde sagen, es gibt ein einziges Wort, was die Zeit richtig begreift. Und das ist das, was er nennt Jetzt, Jetztzeit. Es gibt nur ein Wort, nur ein Zeitwort. Wir haben ja zig, vielleicht sogar hunderte Wörter, um über Zeit zu sprechen. Ein einziges ist wahr, alle anderen sind Lügen oder ideologische Konstruktionen, um diese Gesellschaft möglich zu machen. Und dieses Wort ist Jetzt. Also darum ist auch ein zentraler Begriff im Text Jetztzeit. Ja, nicht in dem Sinne, manchmal wird das, glaube ich, falsch interpretiert, nun, also hier und jetzt, jetzt ist das Wichtige und was morgen und übermorgen ist, ist nicht so wichtig. Nicht in diesem Sinne, das ist, glaube ich, eine völlig falsche Interpretation, sondern im Sinne, dass es das Morgen und Übermorgen überhaupt nicht gibt. Und in gewisser Weise auch nicht das Gestern. Also das Gestern nur eigentlich aufgelöst im Heute, also als eine Präsenz, die noch da ist. Aber im ganz strengen Sinne gibt es eigentlich nur, noch einmal, nur ein Wort, eine Vorstellung, eine Idee von Zeit, die mit der Wirklichkeit übereinstimmt, das ist das Jetzt. Ja, wenn ich sage, was weiß ich, wenn mich ein Freund fragt, sag mal, heute, wann haben wir denn das letzte Mal zusammengesessen und uns gut unterhalten und haben dann irgendwelche Diskussionen entwickeln können, die funktioniert haben, dann sage ich, ja, das war doch jetzt, oder? Oder wenn man in Mexiko zum Beispiel fragt, da habt ihr bestimmt gehört von diesen 43 Studenten, die verschwunden sind, wann ist das letzte Mal, die waren aus der Stadt Iguala, das Ganze ist passiert in der Stadt Iguala, wann ist denn das letzte Mal in Mexiko, in Iguala, was Wichtiges passiert, dort hat nämlich ganz wichtige Kämpfe in dem Unabhängigkeitskrieg stattgefunden in Spanien vor 200 Jahren. Ich habe jetzt auch gesagt, vor 200 Jahren, die normale Antwort ist, vor 200 Jahren war das. Benjamin würde sagen, wann war das? Wann war das, wo hier in Iguala schon mal ein ganz wichtiger Kampf war? Das war doch jetzt, oder? Also und so weiter. Also er würde sagen, man versteht Geschichte nur, und das ist in einer letzten These, das ist besonders schön formuliert, man versteht es nur, wenn man begreift, dass die Zeit keinen Abstand erzeugt. Also diese Idee, dass etwas weit weg ist, weil es schon vor einem Jahr, schon vor 5 Jahren, schon vor 10 Jahren, schon vor 200 Jahren passiert ist, dass es dadurch sich eben kontinuierlich in einem neutralen und homogenen Prozess immer mehr von mir entfernt, so wie ein Fluss. Ja, ich werfe da irgendwie ein Brett in einen Fluss und mit der Zeit wird es dann immer weiter weggeschwemmt. Oder der Zug, ein ganz schönes Symbol für Zeit ist immer der Zug. Ja, einer steigt in den Zug und ich schaue auf die Uhr. Mit jeder Stunde, die vergeht, weiß ich, es ist noch ein Stück weiter weg, noch ein Stück weiter weg. Diese Vorstellung, die wir normalerweise von der Zeit haben, die eben wir sehr oft mit den Zügen verbinden, dazu komme ich noch, das ist kein Zufall. Dieser Zeitbegriff, würde Benjamin sagen, ist falsch. Er ist richtig in dem Sinne einer verdinglichten kapitalistischen Gesellschaft, also um uns in ihr zu bewegen, um uns unsere Arbeitskraft verkaufen zu können, oder wenn ich jetzt Kapitalist bin, um die Arbeitskraft meiner Arbeiter messen zu können, um zu wissen, wie viel ich ihn bezahlen muss und so weiter, ist dieser Zeitbegriff sehr funktional natürlich, der Uhren und so weiter. Aber um die Zeit so zu begreifen, wie sie wirklich ist, also im Sinne der materiellen Präsenz, nicht im Sinne einer ideologischen, gesellschaftlichen Konstruktion, sondern wie sie tatsächlich materiell ist, ist ein einziges Wort richtig, das Wort Jetzt. Alles andere ist Ideologie, ist eine falsche Vorstellung. Am Schluss der Thesen hat er so eine recht sehr nette Formulierung, wo er sagt, es gibt einen Biologen, der darüber spricht, wie das Verhältnis ist der Zeit, in der sich das Leben auf der Erde entwickelt hat und wie viel von dieser Zeit wiederum die Menschen waren und wie viel davon wiederum die zivilisierte Menschheit ist. Und sagt dann, wenn man das Ganze, die ganze Erdgeschichte auf, also es zitiert Benjamin, auf einen Tag von 24 Stunden reduzieren würde, dann wären da die Zeiten, die es die zivilisierte Menschheit gibt, das Viertel, eine Viertelsekunde. Also vom letzten Tag, von der letzten Stunde, von der letzten Minute, von der letzten Sekunde dieses Tages wäre eine Viertelsekunde die Zeit der zivilisierten Menschheit. Und Benjamin sagt, diese Zeit ist wunderbar. Das drückt genau das aus, was ich sagen will. Wir existieren noch nicht mehr eine Viertelsekunde. Also alles andere ist ideologischer Schein. Es gibt ein anderes schönes Zitat, wo es sagt, man kann sogar noch atmen, den Atem der vergangenen Generation. Das ist so kurz her,
dass die, die zum Beispiel, was weiß ich, die Französische Revolution gemacht haben, ihr Atem ist noch in der Luft. In gewisser Weise klingt noch das Echo, ja, von den letzten Gewehrsalven. Es klingt noch der Echo der Leute, die gefeiert haben, als sie das Echo der Leute gefeiert haben, als sie die Bastille eingenommen. Das alles ist noch in der Luft. Ja, das ist noch präsent, physisch präsent. Das ist jetzt nicht so sehr, also es ist auch eine mentale Sache. Es wird dann oft so interpretiert, Erinnerung und so weiter. Das ist auch wichtig, aber ich denke, das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist nicht nur, dass ich mental sozusagen wahrnehme die Nähe der Ereignisse, sondern kapiere, dass sie auch physisch, materiell nah sind. Das ist nur eine ideologische Konstruktion, sie entfernen. Es geht also nicht darum, durch Erinnerung real existierende Distanzen zu überwinden, sondern es geht darum zu sehen, dass in der heutigen Gesellschaft tatsächlich die Erinnerung das Einzige ist, was uns geblieben ist. Das stimmt. Insofern ist die Erinnerung sehr wichtig. Aber nicht deshalb, weil es eine ganz spezielle mentale Funktion ist, die nach großen Anstrengungen uns dazu bringt, große Entfernungen zu überwinden, sondern zu sagen, die Erinnerung ist der Moment, wo wir begreifen, dass diese Distanz überhaupt nicht existiert. Dass diese Distanz eine ideologische ist, wo wir das auch sehr schön haben, ist in den Träumen. Also wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, in den Träumen mischen sich Ereignisse, die vor 10, 20, 30 Jahren im Leben von einem passiert sind, mit Ereignissen, die am Tag zuvor passiert sind, als wären sie das gleiche Ereignis. Es begegnen sich Leute, eben die ich gestern kennengelernt, mit Leuten, die ich seit 30 Jahren kenne, so als wären sie vom gleichen Tag. Und Benjamin würde sagen, in diesen Träumen, also in den Träumen, das führe ich jetzt ein, aber ich denke, es ist sehr nah an seiner Interpretation, in diesen Träumen, in anderen Texten redet er sehr viel von Träumen, und in diesen speziellen jetzt nicht, in diesen Träumen passiert das Richtige. Also das, was wir im Traum machen, wenn wir einfach Phasen mischen, als wären sie ein Tag, das ist die richtige, die einzige richtige Art, Geschichte und Zeit zu begreifen. Alles andere ist Ideologie. Im Traum sind wir sozusagen noch etwas weniger manipuliert. Ja, im Traum und auch im Schreckmoment. Ich denke, dass der andere Moment, wo uns das passiert, wo wir die Geschichte richtig begreifen können, ist im Moment des Schreckens, der Todesangst, wo wir plötzlich mehrere Ereignisse, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Todesangst war, aber wer das schon mal weiß, dass man fängt plötzlich an, innerhalb von ganz kurzer Zeit das gesamte Leben, natürlich nicht das, also bestimmte Höhepunkte, in einen einzigen Augenblick zusammenzufassen. Ja, man sieht dann alles in einem Augenblick und begreift alles als eine einzige Erfahrung. Benjamin hat in diesem Sinne jetzt auch nicht von Individuum sprechend, sondern von Gesellschaften sprechend, von Kollektiven sprechend, diesen ganz zentralen Satz aus der wichtigen 9. These, wo er sagt, also vom Engel, wo er über den Engel der Geschichte spricht, wo er sagt, da wo wir in unserer heutigen Ideologie von Zeit eine Kette von Ereignissen, eine Kette von Katastrophen sehen, sieht der Engel der Geschichte eine einzige Katastrophe. Also das ist auch wieder, um aufs Beispiel von Mexiko zurückzukommen. Ich bin jetzt schon eine Woche in Europa, aber ich habe über mehrere E-Mails erfahren über die Diskussion jetzt, also von den Studenten, jetzt nicht von den Verschwundenen natürlich, aber von ihren Freunden und von Leuten, die auch dabei waren, als die Polizei die festgenommen haben. Die sind zusammen rumreisen aus Land und ich bin auch zum Teil an der Nationalen Universität, wo ich auch noch unterrichte, und haben da gesprochen mit Studenten, mit denen ich zum Teil noch arbeite, und die haben mir geschrieben, dass es unglaublich war, wie die ihnen erzählt haben, wie für sie die Kämpfe in Guerrero, also in diesem Bundesstaat, wo das passiert ist, und in Iguala, zumindest seit den Unabhängigkeitskriegen vor 200 Jahren und die heutigen Kämpfe als einen einzigen Kampf begreifen. Also das für sie ist, das ist jetzt nichts, was ich erfinde, das ist auch nichts, was Benjamin erfindet. Der würde sagen, die Leute, die kämpfen, die wissen, dass es eine einzige Katastrophe ist. Das, was vor 200 Jahren passiert ist, oder vor 400 Jahren, vor 500 Jahren, als aus Europa Schiffe kamen und 90% der mexikanischen, also was man heute Mexiko nennt, dieser Gegend der Erde, der Bevölkerung gestorben ist, durch Gewehre, durch Krankheiten, durch Überarbeitung, Hunger und so weiter. Das damalige Leiden und die Kämpfe dagegen und das heutige Leiden und die Kämpfe dagegen ist eine Katastrophe und ein Kampf. Nur wenn man das so versteht, würde Benjamin sagen, versteht man, was der eigene politische Kampf ist und was auch der Kampf der anderen ist. Also es gibt auch ein anderes sehr schönes Zitat zu einer ähnlichen, zu der gleichen Idee von Lanzmann. Es kennen bestimmt einige den Film Shoah, ne? Von Lanzmann nehme ich mal an. Claude Lanzmann hat vor ein paar Jahren eingegriffen in Frankreich in eine Debatte, eine ziemlich absurde Debatte, die es in Frankreich gab, zwischen Kindern oder Enkeln von diesen Maghreber, also von den Einwanderern aus Nordafrika, die oft Rassismus ausgesetzt sind, und Kindern, Enkeln und so weiter von Juden, von oft auch Juden, die selber oder deren Familien eben in irgendeiner Weise die Shoah nicht in ihr gestorben sind, aber trotzdem viele ihrer Verwandten sind getötet wurden, gab eine Debatte zwischen diesen beiden Gruppen, welche Gruppe mehr oder im stärkeren Maße Opfer ist.
wie gesagt, eine total absurde Debatte. Und Lanzmann hat dann sehr, meiner Ansicht nach sehr interessant in Libération geantwortet, in der Zeitung Libération, wo er meinte, die Debatte ist falsch. Und sein Argument war, schaut euch die Fotos an. Schaut euch die Fotos der französischen Soldaten in Algerien an und ihr Lächeln. Da gibt es so Fotos, wo die vorstehen vor so Leichenhaufen und immer so ein nettes Lächeln auf dem Gesicht haben. Ja? Und dann schaut euch die Fotos von den Nazis an. Da gibt es auch ganz ähnliche Fotos, wo auch vor euch in Leichenbergen stehen und haben immer so ein ganz nettes Lächeln auf dem Gesicht, so sich ironisch, zynisch abwerten und so weiter. Das sind die gleichen. Die sind die gleichen Kriminellen. Die, die in Algerien umgebracht haben und die Nazis, das sind die gleichen. Und schaut euch die Opfer an, das sind auch die gleichen. Es ist völlig absurd, das auseinander zu dividieren. Das ist eine einzige Katastrophe. Das ist eigentlich genau das Benjamin-Argument. Wie gesagt, was Benjamin nicht einführt. Benjamin würde sagen, ich führe das Argument nicht ein, ich übernehme das aus der Tradition der Kämpfenden. Aus der Tradition der, die wirklich widerständig sind, die wissen das alle. Nur jemand, der das weiß, der so Geschichte versteht, kann überhaupt kämpfen. Wenn es jemand nicht weiß, kann auch nicht kämpfen. Und das ist der politische Grund dieser ganzen Debatte. Es geht natürlich die ganz große Frage, politisch jetzt gesehen, hinter dem ganzen Text oder auch anderen Texten von Benjamin aus derselben Phase, also den letzten 6 Jahre seines Lebens, wo er Marxist ist. Die große Frage ist ja, denke ich, und das sagt er selber auch mehrfach so, warum konnte die deutsche und europäische Linke trotz ihrer immensen Stärke, ich meine, das war ja, wir heute froh, wenn wir auch nur ein Fünftel dieser Stärke, also im Sinne von Mitgliedern und so weiter, hätten wie damals die Kommunisten und Sozialdemokraten, ja was ganz anderes war das heute, die Sozialdemokraten, warum konnten, also in Deutschland als auch in vielen Ländern Europas war das so, und trotzdem konnten sie nicht den Nationalsozialismus und Faschismus aufhalten. Und die große Frage ist eben, warum? Warum konnte eine so starke und so gut organisierte Linke Deutschlands und Europas, Deutschland, Österreich und so weiter Europas, nicht den Nationalsozialismus und Faschismus aufhalten? Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, ist auch eine Frage, die mich bis heute bewegt. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie eine bessere Antwort, auch wenn sie sehr, sehr allgemein ist, sehr philosophisch, auch im schlechten Sinne philosophisch, aber auch im guten. Also ich kenne keine bessere Antwort als die von Benjamin. Wie gesagt, sie ist sehr allgemein, das ist ihr Nachteil, es geht halt nicht in Details rein. Aber ich denke, zumindest als allgemeine Antwort hat recht. Seine Antwort wäre eben letztlich aus einem theoretischen, aus philosophischen Grund. Die Linke Europas, Deutschland und Europas konnte deshalb, es gibt Ausnahmenwidersprüche, ich vereinfache jetzt etwas, aber bleiben wir mal bei Deutschland. Die deutsche Linke und zum Teil auch andere europäische Linken konnten deshalb nicht sich dem Nationalsozialismus oder Faschismus erfolgsversprechend widersetzen, weil sie nicht verstanden haben. Sie haben sie deshalb nicht verstanden, haben auch ihre eigene Rolle nicht verstanden. Also weder die Rolle der Nazis noch die eigene, dachten fälschlicherweise, und das war der ganz große Fehler, der den ganzen Kampf dann falsch organisiert hat, dachten fälschlicherweise, dass sie selber, die Linken, mit dem Fortschritt schwimmen, mit diesem Strom schwimmen, des Fortschritts, und dass die Nazis gegen die Strömung des Fortschritts schwimmen. Und dass insofern oft es besser ist, einfach abzuwarten, sich zu verstecken, die Waffen versteckt zu lassen, wie das ja die Kommunisten, die ja sehr große Waffenlager hatten, die nicht benutzt haben, sondern gesagt haben, wir warten lieber. Wir warten lieber, sozusagen dieser Strom der Geschichte wird das dahin reißen. Man kann sich nicht gegen den Fortschritt stellen, es ist unmöglich. Die Nazis sind gegen den Fortschritt, der Fortschritt ist so stark und wir sind mit ihm, dass früher oder später wird dieses soziale System des Nationalsozialismus weggeschwemmt werden. Ja. Was insofern stimmte, als es nur 12 Jahre gedauert hat, das stimmt. Ja. Mit dem kleinen Detail, wie ihr alle wisst, dass diese 12 Jahre entscheidend waren. Ja. Für in vieler Hinsicht, wegen den Millionen von Toten, wegen einer völligen Umgestaltung der Gesellschaft, wegen der Unterbrechung, ich denke bis heute, Unterbrechung einer gewissen linken Tradition in Europa und aus vielen anderen Gründen mehr. Insofern war es zwar eine kurze Zeit, eigentlich extrem kurz, immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, 12 Jahre ist wirklich sehr, sehr wenig, aber gleichzeitig eben in Benjamin im Sinne eine, oder überhaupt, wenn man es historisch kritisch betrachtet, eine sehr einschneidende Phase. Und seine Antwort ist eben die, man kann den Nationalsozialismus nicht begreifen, wenn man nicht versteht, dass sie mit dem Fortschritt waren, dass der Fortschritt auf Seite der Nazis war. Wir allgemein, würde Benjamin sagen, auf Seiten der kapitalistischen, prokapitalistischen politischen Tendenzen ist. Nur die Nazis sozusagen als eine besonders radikale Form dessen. Er würde sagen, wir müssen begreifen, dass der Fortschritt nicht auf unserer Seite ist. Der Fortschritt ist auf Seite der Rechten. Der Fortschritt ist auf Seite der Kapitalisten, der Fortschritt ist auf Seite auch der Nazis. Sie sind nicht schlau genug, so zu tun, als wäre das umgedreht. Es gibt natürlich da ein großes Problem, weil ideologisch natürlich die Rechten so tun, als sei sie gegen den Fortschritt.
Oft, nicht immer. Heute ist es ein bisschen anders. Aber sagen wir mal, zumindest die Rechten haben natürlich unheimlich viele Varianten, aber zumindest die klassischen Konservativen reden ja immer von guten alten Zeiten und so weiter, erwecken also den Eindruck, als wollten sie irgendwas Verlorenes aus der Vergangenheit retten. Die Nazis haben so eine eigenartige Mischung. Die Nazis sind sehr kompliziert zu verstehen ideologisch, aber sie haben einen Aspekt, der auch so tut, als wollten sie irgendwelche tausendjährigen Traditionen retten und so weiter und so weiter. Es gibt also auf dem ersten Blick, stimmt das, diese Einschätzung der Kommunisten und Sozialdemokraten, ist aber falsch. Ist deswegen falsch, weil Benjamin würde sagen, oder zitiert er, es gibt da einen Satz in den Thesen, der leider, weiß nicht, ob leider, der gestrichen hat, es gibt ja verschiedenste Varianten in den gesamten Schriften, sind die zum Teil enthalten. In einer der Varianten, die nicht die letzte ist, gibt es diesen ganz berühmten Satz, den auch Alfred Schmidt immer zitiert hat, wo Benjamin sagt, Marx dachte, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte, vielleicht verhält es sich aber anders, vielleicht sind die Revolutionen der Augenblick, in dem die Menschheit die Notbremse im Zug zieht, also diesen Zug, der Richtung Fortschritt rast, Richtung Abgrund rast. In dem Sinne würde Benjamin sagen, die Revolutionen sind kein Schritt nach vorne. Also natürlich jetzt in diesem einfachen Geschichtsbild von dieser Geschichtslinie, von der man eigentlich wegkommen muss, aber sagen wir mal, als erster Schritt muss man vielleicht doch damit anfangen, weil wir daran zu sehr gewöhnt sind. Aber wenn man jetzt mal provisorisch davon ausgehen würde, es gäbe doch diese Linie einer Geschichte, die voranschreitet, würde er sagen, die Revolutionen sind nicht eine Beschleunigung dieses Zugs, der den Fortschritt rast, wie man normalerweise sagt, sondern sind das Gegenteil. Sind eine Verlangsamung, im besten Fall eine Stillstellung. Wobei man diesen Begriff Stillstellung natürlich sehr genau nehmen muss. Stillstellung wird oft heute verstanden als Passivität, als Nichtaktivität, ich stehe still, es passiert nichts, ich mache gar nichts. Für Benjamin ist es umgekehrt, ist eigentlich die größte Form der Aktivität überhaupt, die größte Form der subjektiven, der Einflussnahme auf Geschichte, ist die Stillstellung. Sei nur in der Stillstellung des geschichtlichen Prozesses gibt es die Möglichkeit, in ihn einzugreifen. Also solange er so als Selbstläufer voranschreitet, unter der Logik des automatischen Subjekts, wie es Marx sagt, kann man da nicht eingreifen. Er hat sich sogar unser Eingriff, hat er sich entledigt, hat sich selbstständig gemacht. Wenn wir ihn stillstellen, den Geschichtsprozess, können wir auf ihn wieder Einfluss nehmen. Können wir ihn sozusagen wieder sichtbar machen. In den Studentenstreik oder in jedem Streik passiert das zum Beispiel. Also der Streik ist ja genau das, die Stillstellung der Normalität, die Stillstellung der Maschinen, die Stillstellung des Unibetriebs, die Stillstellung eben dieses normalen Alltags, der eben mit den Uhren so ganz wunderbar voranschreitet, das wird stillgestellt. Und jeder, der schon mal bei so einer Aktion da mitgemacht hat, weiß es sehr gut aus eigener Erfahrung. Und in dieser Stillstellung eröffnen sich Räume, die man vorher als nicht existent wahrgenommen hat, wo man dachte, es gibt diese Räume gar nicht, öffnen sie sich plötzlich, fast wie von selber. Also wie von selber, nur natürlich, nachdem man diesen Akt der Stillstellung vollzogen hat. Und kann man eben tausende von Sachen machen, die sonst für euch überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil eben die Subjektivität verloren gegangen ist ans automatische Subjekt des Werts, das sich selber verwertet. Insofern sind die Revolutionen Akte der Stillstellung und nicht Akte des Voranschreitens. Ein kurzer Kommentar nochmal zu Lanzmann. Also ich schätze den sehr. Wahrscheinlich werden das viele Leute nicht teilen, aber ich denke, es gibt heute sehr wenige Nachfolger der kritischen Theorie, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin und so weiter, Neumann. Ich persönlich denke, dass Habermas, auch wenn er natürlich ein netter Mann ist, ich denke nicht, dass man den da einreihen sollte. Ich denke, der macht was ganz anderes, das kann sogar interessant sein. Ich denke, das hat mit kritischer Theorie recht wenig zu tun. Wer, glaube ich, schon mit kritischer Theorie viel zu tun hat, es gibt da ein paar. Aber einer der wichtigsten Denken ist Lanzmann, gerade in Schor. Ich denke, es gibt wenige Werke, die so unmittelbar aus dem Denken, insbesondere Benjamins, hervorgehen, obwohl es biografisch vielleicht gar nicht so ist, aber sagen wir, aus einer ähnlichen Idee hervorgehen wie Schor. Und eben mit Lanzmann haben wir das mal diskutiert, diesen Satz der Stillstellung des Zuges, also das ist Griff nach der Notbremse. Und er hat mir einen Satz gesagt, den ich ganz wunderbar ist ein bisschen komisch gesagt, sehr eingehend fand. Er meinte, ja, aber Benjamin redet nicht von irgendeinem Zug. Benjamin redet nicht abstrakt von irgendeinem Zug, der da hinfährt und dann gebremst wird. Der redet doch ganz eindeutig von einem ganz bestimmten Zug. Und dann ist der, welcher Zug? Ja, der Zug, der nach Auschwitz fährt. Natürlich meint Benjamin die Züge nach Auschwitz. Die Züge nach Auschwitz, die keiner gebremst hat, das ist euch, ich weiß nicht, ob das euch bekannt ist, aber es ist etwas, was ich heute nicht verstanden habe. Es gibt keinen einzigen Fall, wo die unzähligen von Guerillagruppen, die es in Polen, Russland und anderen besetzten Ländern gab und in Deutschland erst recht nicht, es gibt keinen einzigen Fall, wo eine Guerillagruppe einen dieser Züge gestoppt hat.
Das ist etwas, das für mich ich verstehe es wirklich bis heute nicht. Na, also es waren tausende von Zügen, man wusste genau die Uhrzeit, es gab Fahrpläne, man wusste ihre Routen, die Züge waren ganz schwach bewacht, mit sehr wenigen Leuten, es wäre ein leichtes gewesen. Eine geringe Gruppe von 6 Leute hätte man bremsen können, den Zug und die Leute rausholen. Das wäre eine halbe Stunde wieder passiert. Wurde kein einziges Mal gemacht. Ich habe einmal einen Film gesehen über russische Partisanen, da war das, glaube ich, da wurde die Frage gestellt. Von der Journalistin einen Film gemacht, da habe ich leider den Titel vergessen, das ist viele Jahre her, da hat ein dieser Partisanenführer gefragt, unter vielen Fragen, stellt sehr viele Fragen, eines, warum habt ihr eigentlich nie einen Zug nach Auschwitz aufgehalten? Und er hat dann geantwortet, und das hätte Benjamin, das passt sehr gut in die Argumentation von Benjamin, auf die jetzt auch gleich noch eingehen will, sein Geschichtsbegriff und sein Fortschrittsbegriff, und das ist in Kritik. Er sagt, naja, es wäre tatsächlich leicht gewesen, einen Zug anzuhalten, das stimmt, und es wäre auch leicht gewesen, die Türen aufzumachen und die 5, 6 SS-Leute, die den Zug bewachen, zu töten, das wäre alles leicht gewesen, das stimmt. Aber was machen wir danach? Was machen wir danach? Wir müssen den Leuten Essen geben, das sind 2000 Leute. Wir müssen sie medizinisch versorgen, viele sind krank. Wir müssen ihnen Wasser natürlich geben, andere Kleider, sonst werden sie sofort entdeckt. Wir müssen ihnen Unterkunft geben. Wir müssen ihnen, wenn es im Winter kalt ist, ein warmes Haus besorgen. 2000 Leute, das konnten wir nicht. Wir waren nicht in der Lage. Wir hätten den Zug öffnen können, das stimmt, bremsen und öffnen. Wir hätten die alle Leben rausholen können. Vielleicht 2, 3 Tote im Feuergefecht. Aber wir hätten sie nicht in der Zukunft ihnen ein gutes Leben garantieren können. Und das würde Benjamin sagen, ist genau das Problem der Linken. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber sagen wir der vorherrschenden Linie des Denkens der Linken, dass fälschlicherweise immer gedacht wird, dass die Revolution gemacht wird im Sinne der Zukunft. Ich mache die Revolution, damit die Zukunft besser wird. Ich mache die Revolution, damit es meinen Kindern besser geht. Ich mache die Revolution, damit es morgen, übermorgen und in 10 Jahren, in 100 Jahren besser ist. Und Benjamin würde sagen, das stimmt nicht. Die Revolution, die tatsächlich durchgeführten Revolutionen, nicht ihre Ideologie, die tatsächlich stattgefundenen Revolutionen in der Menschheitsgeschichte wurden alle mit Blick auf die Vergangenheit gemacht. Wie gesagt, Vergangenheit fühle ich jetzt provisorisch an. Ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich ist auch der Begriff zu kritisieren, aber provisorisch muss man jetzt mal einführen. Die wurden alle im Blick auf das gemacht, auf die schon Getöteten. Im Blick auf die schon gestorbenen Kinder im Hunger. Nicht auf die Kinder, die wie morgen glücklich sein sollen. Auf die Kinder, die gestern gestorben sind, weil ich ihnen nichts zu essen geben konnte. So, die Zapatisten übrigens 94 in Mexiko haben so argumentiert. In ihrer ersten Erklärung aus dem lakatonischen Urwald steht nichts, kein einziges Wort über die Zukunft der Kinder drin. Es stehen aber mehrere Sätze über die Kinder drin, die in den letzten Jahren an Hunger und leicht heilbaren Krankheiten gestorben sind. Durchfall und so weiter. Wo vielleicht das Medikament $5 gekostet hätte, aber die $5 waren leider nicht da und darum ist das Kind gestorben. Darüber wird sehr ausführlich geredet in der ersten Deklaration. Kein Wort darüber, dass die Kinder besser am Morgen leben. Aber schon sehr viele Worte darüber, wie viele gestorben sind in den letzten Jahren. Und das ist genau das Argument Benjamins. Er würde sagen, eine, der oder die einen Aufstand macht es deshalb. Nicht wegen einer Idee einer besseren Zukunft. Kein Mensch ist bereit, sein Leben zu riskieren, wenn er besser ist. Das ist absurd. Wenn ich besser leben will, dann riskiere ich durch mein Leben. Ja, man riskiert sein Leben nur, wenn einem die Zukunft egal ist. Das hört sich jetzt ein bisschen nihilistisch an, ist aber nicht die Idee. Sondern wenn man sagt, das, was relevant ist, ist das, was wir normalerweise Vergangenheit nennen. Und deshalb bin ich bereit zu kämpfen. Und übrigens, es gibt einen anderen Film von Lanzmann, der heißt Treblinka. Kennen wir bestimmt auch einige, über den Aufstand, der einzige erfolgreiche Aufstand in einem Vernichtungslager war in Treblinka. In Treblinka, manchmal interviewt einen der Teilnehmer an einem Aufstand in den 80er Jahren, in Treblinka, und fragt ihn auch, wie war das mit dem Aufstand, warum habt ihr den gemacht? Und er sagt natürlich nicht, um zu überleben. Wir wussten ganz genau, wir werden alle sterben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Aufstand gestorben wären, war sehr hoch. Das wussten wir genau. Wir haben nicht gekämpft, um zu überleben, auch nicht damit andere überleben. Darum ging es überhaupt niemals. Es ging darum, die Maschine zu stoppen. Also in dem Fall war es keine Notbremse, die gab es nicht, aber es ging darum zu unterbrechen, Stillstellung. Ja, die Stillstellung der Mordsmaschine, in dem Fall Treblinka, die Zerstörung von Treblinka als Mordsmaschine, hat sagt noch nicht mal, damit es zukünftig weniger Menschen sterben. Noch nicht einmal das sagt er, einfach weil wir nicht wollen, dass das einfach so weitergeht, der Zug einfach so weiterfährt, weil wir wissen, was passiert ist in den letzten Monaten, wie viele Leute da in den Gaskammern getötet und in den Krematorien verbrannt wurden. Wir wollten einfach diesen Prozess unterbrechen. Stillstellung. Deswegen haben wir es gemacht. Viele haben dann auch überlebt letztlich, aber das war nicht der Grund, warum der Aufstand gemacht wurde. Der Grund war tatsächlich nur eine Stillstellung der Maschinerie. Und Lanzmann und Benjamin würden sagen, und genau deswegen hat das funktioniert, der Aufstand. Es gab nämlich in Auschwitz auch einen Aufstandsversuch, das kommt in Shoah vor. Also kein Versuch, das habe ich falsch gesagt, eine Planung für einen Aufstand ist niemals ist bis zum Versuch fortgeschritten. Und der Grund, warum das letztlich nicht gemacht wurde, es wurde dann verzögert und plötzlich konnte es dann nicht mehr gemacht werden, war tatsächlich die Frage,
Frage der Zukunft. Wo dann plötzlich die Leute gesagt haben, aber wenn wir jetzt einen Aufstand machen, es gab ja einen Aufschluss auf dieses sogenannte Familienlager, wo die Leute zum Teil mehrere Monate gelebt haben, bevor sie umgebracht wurden. Und besonders die aus dem Familienlager, die auch den Aufstand vorbereitet haben, die hatten am ehesten Möglichkeit dazu, weil sie über Monate sich kennengelernt haben und sich organisieren konnten. Im Familienlager kam das Argument auf, was ist mit den Kindern? Was ist mit den Kindern? Wenn wir jetzt einen Aufstand machen, wer kümmert sich um die Kinder? Wir werden wahrscheinlich sterben an dem Aufstand. Wer kümmert sich um die Kinder? Die Kinder müssen morgen doch noch leben. In Auschwitz, wo sicher war, dass alle umgebracht werden, hat dieses Argument dann den Aufstand verhindert. Ja, das ist ganz interessant. Das ist eine kurze Szene in Shoah. Und Benjamin würde sagen, das ist genau der Unterschied zwischen einem Aufstand, der funktioniert und einem, der nicht funktioniert. Sobald ich die Frage der Zukunft hineinbringe, ist es unmöglich, eine radikale Tat zu vollbringen. Die Idee der Zukunft ist per Definition her eine konservative Idee. Es gibt nichts Konservatives als die Idee der Zukunft. Die Idee der Zukunft verhindert alle radikalen Brüche, alle radikalen Unterbrechungen, selbst etwas so mörderischen wie Ausschüssen, Treblinka und so weiter. Das kann ich nicht unterbrechen, wenn ich an die Zukunft denke. Das kann ich nur unterbrechen, wenn ich einen anderen Zeit- und anderen Geschichtsbegriff habe und weiß, dass mein Kampf nicht ein Kampf für eine bessere Zukunft ist, sondern ein Kampf gerichtet auf die Vergangenheit. Wie gesagt, ich komme gleich nochmal zum Begriff, aber gerichtet auf die Vergangenheit, auf die schon Getöteten, auf das schon erlittene Leid und so weiter und auch auf die schon realisierten Kämpfe natürlich, das auch. Auch das, auch im Blick auf diese Kämpfe, zum Beispiel jetzt in Guerrero, wo die 43 verstorben sind. Ich weiß nicht, ob das hier in der Presse kam. Zwei von den 43, nicht verstorben, man weiß es nicht, sagt die Regierung, verschwunden. Man weiß nicht, ob sie leben oder tot sind, auch wenn die Regierung immer sagt, sie sind schon längst tot. Aber die 43 Verschwundenen, zwei von ihnen waren Neffen von Lucio Cabañas, denn hier bekannt, Lucio Cabañas war in den 70er-Jahren ein sehr wichtiger, der wichtigste eigentlich Guerillaführer in ganz Mexiko in den 70er-Jahren, der über Jahre lang die Regierung auf Trab gehalten hat und dann irgendwann gefasst wurde und umgebracht wurde. Zwei seiner Neffen sind jetzt auch unter den Verschwundenen, viele von seinen Familienmitgliedern sind dabei. Ja, würde Benjamin sagen, ist genau das, was ich sage. Diese Leute kämpfen, weil sie natürlich in dieser Gegend von Guerrero, vom Bundesstaat Guerrero, gibt es aus vielen Gründen gibt es da einen Impulsrichtung oder im Sinne einer aufständischen Aktivität. Und einer ist, dass sie haben Lucio Cabañas umgebracht. Die Regierung hat 1976, wenn ich richtig erinnere, Lucio Cabañas umgebracht. Das kann nicht so bleiben. Wir können das nicht vergessen. Es gibt ganz viele Argumente, warum die Leute kämpfen, aber einer ist, dass Lucio Cabañas, also dieses Nichtsvergessen früherer Aufstände ist auch ganz entscheidend. Nicht nur das früher erlittene Leid, früher erlittene Toten und so weiter, auch sondern die Möglichkeit, und die Realität früherer Aufstände. Und wie gesagt, aber nur wenn man begreift, dass diese Aufstände nicht zu Ende sind. Das ist nicht kein Bezug, vor so und so vielen Jahren ist etwas Wichtiges passiert hier, sondern es ist immer noch da. Also dieser Kampf vom Lucio Cabañas, ob der verloren ist oder gewonnen, das ist noch nicht entschieden. Ob der Kampf wirklich nun damit beendet wurde, dass sie den getötet haben, oder er trotzdem weitergeht, das hängt von uns ab. Ausschließlich von uns. Und etwas ähnlich, denke ich auch, verhandelt sich auch im Nationalsozialismus. Natürlich kann man die Getöteten nicht wieder zum Leben bringen, obwohl Benjamin sogar davon spricht. Also in der 9. These heißt es, der Engel würde gerne verweilen, würde gerne die Toten zum Leben wecken, aber er kann nicht, warum nicht, wegen dem Fortschritt, der ihn wegtreibt von den Dingen, die zu erledigen sind. Also er kann es letztlich auch nicht. Aber es müsste eigentlich das geschehen. Man müsste eigentlich versuchen, selbst die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Das klingt jetzt sehr metaphysisch, ich weiß, ist es aber, glaube ich, nicht. Aus dem folgenden Grund, weil Benjamin sagt in diesem Satz, den ich einer der wichtigsten der ganzen Thesen, selbst die Toten sind vor dem Feind, der immer zu siegen nicht aufgehört hat, nicht sicher. Ja, und das ist ein bisschen auch die Idee, eben zum Beispiel in Shoah, auch wieder, ich komme noch auf den Film zurück, in einem Interview wurde Lanz mal gefragt, warum er eigentlich den Film gemacht hat, Shoah, und dann hat seine Antwort, es gibt verschiedenste Interviews, aber in diesem Interview, und das ist die Antwort, die mich am meisten beeindruckt hat, sagt er, naja, aus dem folgenden Grund, diese Leute waren allein. Das waren zwar, die Gaskammern waren in Auschwitz bis zu so groß, dass 2000 Leute drin Platz gehabt haben, zum Teil waren auch ganze Familien gleichzeitig drin, oder Freundesgruppen und so weiter, sagt, die Leute waren trotzdem allein. Das war eine absolute Einsamkeit, in der sie gestorben sind. Es war dunkel,
am Schluss, das hat 20 Minuten gedauert, gab es Überlebenskämpfe. Oben waren immer die stärksten Männer, junge, kräftige Männer, waren ganz oben, unten mal die Kinder und Kranken, wenn dann die Tore geöffnet wurden, die Toten rausgeholt wurden, weil natürlich die Leute instinktiv den Sauerstoff gesucht haben. Es gab eine absolute Einsamkeit. Also selbst wenn ich da mit Freunden oder meiner Familie reingehe, wenn da jemand mit Freunden oder Familie reingegangen ist, war, ist er einsam, in einer absoluten Einsamkeit gestorben. Und das, was mein Film macht, ist, diese Leute aus der Einsamkeit rausholen. Also ich unterbreche diese Einsamkeit ja, mit meinem Film. Das fand ich ein geniales Argument. Ich sage sehr benjaminianisch. Benjamin würde eben auch sagen, unsere politische Aktivität oder allgemein unsere rebellische Aktivität, die kann auch künstlerisch sein, wie im Film vom Shoah, ist eine Aktivität, die immer zurückgeht in die Vergangenheit und begreift, dass nur dort etwas zu machen ist. Wie zum Beispiel Lanzmann sagt, ich gehe zurück, in gewisser Weise in die Gaskammer und da natürlich in einem Sinn, der nicht ganz unmittelbar ist, aber trotzdem gehe ich irgendwie zurück und unterbreche diese Einsamkeit, die natürlich die Holocaust-Leugner, die Leute, die das runterspielen, sagen, das waren gar nicht so viele und es war lang vorbei, also all diese Tendenzen, die es heute gibt, die die Einsamkeit erhöhen, der stellt er sich entgegen mit diesem Film, hat auch einmal erzählt, dass er den Film deswegen begonnen hat, weil eben immer mehr das zur Mode würde, die Shoah zu leugnen, das war eigentlich der Hauptgrund, warum er damit anfing mit dem Projekt und die letzten Zeugen, also die das wirklich mit eigenen Augen gesehen haben, die Gaskammern selber, diese Arbeiten, zu befragen. Und insofern eben gibt es einen Versuch, die Toten eben immer und immer wieder noch einmal sterben zu lassen, indem man eben sich über sie lustig macht, sagt, das war gar nicht so, es waren gar nicht so viele, wird alles übertrieben. Außerdem haben die Juden selber Dreck am Stecken und dieses ganze Zeug, was so oft gesagt wird, das ist ein weiteres und weiteres und immer ein neues Töten der schon Getöteten. Und insofern, die Einsamkeit nimmt zu, die nimmt unendlich zu, immer weiter zu. Das ist kein Prozess, der endet mit dem Augenblick des Sterbens, sondern geht immer weiter. Und insofern können wir da eingreifen. Also insofern, wenn man sagt, man geht zurück nach Auschwitz, man geht zurück nach 1942 im Sommer oder so, oder 1944, wo eben zum Teil, wie ihr wisst, in Auschwitz zum Teil täglich 20.000 Menschen getötet und in Asche verwandelt wurden. Ich kann zurückgehen in gewisser Weise zu diesem Augenblick, so wie es die Rechten auch tun. Die Rechten gehen zurück, indem sie den Tod verdoppeln durch seine Leugnung. Ich gehe auch zurück, indem ich diese Leugnung unterbreche. Ja, er würde eben insofern sagen, Benjamin, der große Fehler der Linken ist und die Rechte ist ja leider oft schlauer, dass sie eben fälschlicherweise denkt, die Geschichte wäre ein Prozess, der nach vorne schreitet und das, was in der Vergangenheit liegt, wäre nicht mehr erreichbar. Das ist nun mal passiert, schlimm war es, war ganz schrecklich und so weiter, also wenn es alle kritisch ist, aber leider kann man da jetzt nichts mehr machen. Dann schauen wir lieber in die Zukunft, da können wir schon was machen. Und Benjamin sagt, das ist genau umgekehrt, in Zukunft kann man überhaupt nichts machen. Wo man schon was machen kann, ist in der Vergangenheit. Das ist der einzige Moment, wo ein Eingriff politisch möglich ist. Gut, und jetzt, damit habe ich jetzt schon angefangen mit dem Geschichtsbegriff, also den ich jetzt noch ein bisschen weiter auseinandernehmen wollte, und den Fortschrittsbegriff oder Kritik des Fortschrittsbegriffs. Also Benjamin würde es sagen, ausgehend natürlich von der Kritik des Zeitbegriffes, über den ich jetzt schon ein bisschen geredet habe, den Zeitbegriff ist Begriff und seine Kritik. Benjamin würde sagen, es gibt deswegen keinen vernünftigen Fortschrittsbegriff, weil ja, also jetzt für die Linke, natürlich für die Rechte schon. Also ganz kurz dazu noch, natürlich gibt es für Kapitalisten Fortschritt. Es muss ihn sogar geben, das kann man bei Marx ganz genau nachlesen im Kapital. Ohne Fortschritt kann das Kapital sich nicht verwerten und aufgrund der organischen Zusammensetzung und also der fallenden organischen Zusammensetzung des Kapitals müssen die Kapitalisten immer mehr die Wertschöpfung erhöhen, um ihr Kapital stabil zu halten. Ich meine, das könnte man jetzt in Ruhe ausbreiten, das wird aber zu lange dauern, aber im Marx ist es klar, es braucht Fortschritt, damit das kapitalistische System stabil bleibt. Also im Unterschied zu anderen Gesellschaftssystemen kann es nicht einfach auf einer Ebene verweilen, das ist unmöglich. Es gibt zwei Varianten im Kapitalismus, eine ist, es verschwindet, die andere ist, es schreitet fort. Es gibt keinen Prozess der Stabilisierung, das ist undenkbar aus ökonomischen Gründen. Insofern, es gibt natürlich im Kapitalismus schon Fortschritt, der eben, wie gesagt, den einzigen Grund hat, das stabil zu halten. Also man braucht Fortschritt in der Verwaltungsrate, Fortschritt in der Technologie, Fortschritt in der Organisation weltweiter Prozesse und so weiter, Fortschritt in der Verbesserung der Kommunikationswege. All diese Dinge von Fortschritt braucht man einzig und allein, um das System stabil zu halten. Also insofern gibt es einen Fortschrittsbegriff, aber nur innerhalb des Kapitalismus. Wenn man das Ganze distanzierter sieht, nüchterner und materialistischer, würde man sagen, objektiv materialistisch jenseits der kapitalistischen Notwendigkeiten gibt es keinen Fortschritt. Das ist eine Konstruktion, wenn überhaupt, dann nur, um eben dieses kapitalistische System in seinen Kreisläufen aufrechtzuerhalten. Das sind eigentlich Kreislaufprozesse, die aber innerhalb nur eines Fortschrittsprozesses aufrechterhalten werden können. Materialistisch gesehen gibt es aber keinen Fortschritt,
sondern dieser Begriff ist falsch. Und das interessanterweise versteht das die Rechte oft besser als die Linke. Also das ist einer der vielen Gründe, ich glaube aber der Hauptgrund, warum eben wahrscheinlich, das Ganze ist natürlich viel komplizierter, ich weiß es jetzt vereinfacht, aber ein zentraler Grund für Benjamin, warum eben in Deutschland und letztlich Europa sich also die Nazis und so weiter durchgesetzt haben, weil sie eben schlauer als die Linken sozusagen begriffen haben, was Zeit ist, und begriffen haben, was Fortschritt ist, und begriffen haben, was Geschichte ist. Ja, und die Linke in ihrem Nichtverständnis dieser Prozesse völlig unterlegen war und auf diese Fortschrittsideologie reingefallen ist und eben fälschlicherweise dachte, wir müssen den Fortschritt beschleunigen, um sozusagen einen linken Prozess voranzubringen. Es gibt da ein wunderbares Dietzgen-Zitat in dem Benjamin-Text, also einer der großen Ideologen der deutschen Sozialdemokratie war Wilhelm Dietzgen, wo er sagt, wir wissen ja ganz genau, dass jeden Tag das Bewusstsein der Arbeiterklasse immer besser wird und dass wir auch jeden Tag immer näher dran am Sozialismus sind. Und an einer anderen Stelle seines Textes sagt er dann, das zitiert dann Benjamin nicht mehr, aber das ist auch von Dietzgen und anderen sozialdemokratischen Denkern, wo sie dann sagen, darum ist das Beste, was ein Arbeiter machen kann, ist pünktlich jeden Morgen zur Fabrik zu erscheinen, gut zu arbeiten, effektiv zu arbeiten, am Abend zurück nach Hause zu gehen, keine große Unruhe zu verursachen. Dadurch kann man den Fortschritt beschleunigen und kommt damit automatisch zum Sozialismus. Also das ist sozusagen die ganz großen Sozialdemokraten, haben das eigentlich alle so gesehen. Darum waren sie auch gegen Leute wie Rosa Luxemburg und so weiter und Liebknecht, haben also aus ihrer Sicht mit gewisser Richtigkeit den Raum umbringen lassen, weil sie ja durch ihre Aufstände Unruhe reingebracht haben und diesen wunderbaren Fortschritt Richtung Sozialismus unterbrochen haben. Ja, also das, und dieser Begriff, Benjamin erwähnt, hat es hauptsächlich in der Sozialdemokratie, man weiß aber aus Zeugenaussagen von seinem Aufenthalt, er war in Südfrankreich eine Zeit lang interniert und hat dann mit Freunden diskutiert. Das heißt, ich meine, wie gesagt, das ist natürlich jetzt etwas riskant, aber aus diesen Zeugenaussagen heißt es, dass Benjamin ähnliche Gedanken auch auf die stalinistische Ideologie angewandt hat. Das aber in seinen Texten kommt das allerdings nicht vor. Ja. Aber ich denke, dass es sehr glaubhaft ist, diese mündliche Wiedergabe, weil es tatsächlich große Parallelen gibt zwischen der stalinistischen Ideologie und der sozialdemokratischen. Also wir haben beide im Bezug auf den Fortschritts- und Zeit- und Geschichtsbegriff ganz geringe Unterschiede eigentlich nur. Also insofern ist auch sozusagen die Politik Stalins richtig gewesen, einmal diese Ideologie akzeptierend, dass man gewisse Aufstände und Unregelmäßigkeiten unterbindet, notfalls auch mit massiven Tötungsprozessen, um sozusagen diesen wunderbaren Fortschrittsprozess nicht zu unterbrechen, wo es eben so harmonisch alles Richtung Zukunft und einer besseren Gesellschaft, die eben in der Zukunft liegt, voranzuschreiten. Marx selber, damit es jetzt auch klar ist, dass es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, Marx selber ist zwar manchmal auch progressistisch im Kapital und anderen Schriften, besonders in politischen Schriften ist es noch schlimmer, in seinen Zeitschriften oder Zeitungsartikeln ist er manchmal ziemlich progressistisch. Es gibt zum Beispiel Zitate, wo es heißt, das Beste, was Mexiko passieren kann, ist, dass von USA verschluckt wird, dann wird das Land endlich modern und so weiter. Es gibt etwas komische Zitate, aber wenn man seine theoretische Konstruktion betrachtet und sagen wir die zentralen Überlegungen zum Thema, ist Marx viel kritischer. Also im Kapital selber ist er schon etwas kritischer, sagt zum Beispiel einmal, in England gibt es tatsächlich Fortschritt, man muss nur die Statistik anschauen, jedes Jahr sterben mehr Kinder an Lungenentzündung, es gibt also Fortschritt. Ja, das ist ein ganz wunderbares Zitat im Kapital, wo er eben einen zynischen, kritischen Fortschrittsbegriff hat und wo es noch klarer ist, ist es am Schluss seines Lebens in dem Briefwechsel oder Vera Sasulitsch von den russischen Sozialisten oder Kommunitaristen schreibt Marx einen Brief, das ist vielleicht hier bekannt, wo sie ihn fragt, wo sie sagt, wir haben hier in Russland Marxisten, es gibt zu Marx-Zeiten in Russland schon viele Marxisten, die das Kapital gelesen haben und die Marxisten sagen, wir müssen erst das englische Modell übernehmen, Kapitalismus wie in London und dann, das heißt Urform von Sozialismus, von kollektivem Landbesitz und so weiter überwinden, kapitalistische Organisation und Gesellschaft und dann als zweiten Schritt Übergang zum Sozialismus. Während wir, die Kommunitaristen, denken, sagt Vera Sasulitsch, sie ist eine von dieser Gruppe, dass man auch einen direkten Übergang machen kann vom vorkapitalistischen Sozialismus, also vorkapitalistische Formen von Zusammenleben, von Solidarität, von kollektiver Bewirtschaftung der Erde, kollektiven Werkzeugsbesitz und so weiter, direkten Übergang machen können zum industriellen Sozialismus. Sozialismus mit Fabriken, mit modernen Maschinen. Während die Marxisten uns sagen, das geht nicht, da kommt dann dieser ganz berühmte Satz von Marx, der oft außerhalb des Kontexts zitiert wird, wo der Marx dann sagt, wenn das Marxismus ist, bin ich kein Marxist.
Er war natürlich, ich bin Materialist. Ich habe niemals eine Ideologie des Fortschritts gemacht. Ich habe da gut jetzt, das interpretiere ich jetzt mit dem Fortschritt. Ich habe niemals ein ideologisches, metaphysisches System aufgebaut, wo ich sage, die ganze Weltgeschichte wird so sein. Ich habe einen gewissen historischen Fall analysiert, natürlich mit der Absicht, andere Gesellschaften auch verständlich zu machen. Aber ich habe niemals gesagt, dass Geschichte sich wiederholt. Ich bin Materialist. Und der Materialist stellt natürlich immer die Erfahrung, das empirisch, natürlich theoretisch vermittelt, aber das empirische Erlebte über die Theorie, das ist ja ganz klar. Sonst wäre er kein Materialist. Es gibt natürlich in Marx niemals eine Theorie, die über der Geschichtserfahrung steht. Es gibt Marxisten, die lesen so, aber verstehen nicht, dass Marx eben Materialist ist. Es ist eben kein Metaphysiker. Und insofern sagt Marx, bin ich eher auf Ihrer Seite, sagt er zu Vera Sasulic in einer Formulierung, die er schreibt, nachdem er den Brief erhält. Natürlich müsste man untersuchen, ob es in Russland vielleicht tatsächlich andere Entwicklungen gibt als in England. Das muss man in jedem konkreten Fall untersuchen. Das sage ich deshalb, weil es gibt oft die Vorstellung, dass Marx eben so einen ganz platten Fortschrittsbegriff hat. Wie gesagt, er hat ihn manchmal, aber gerade am Ende des Lebens und in zentralen Stellen des Kapitals hat er ihn gerade nicht. Und auch den Fetischbegriff, den ja die kritische Theorie sehr gerne aufgenommen hat, ist auch so, wo der Marx tatsächlich von einem Fortschritt redet, aber im negativen Sinn. Wo er dann aufzeigt, wie der Fetisch oder die Fetischisierung der Gesellschaftsverhältnisse immer mehr zunimmt. Das heißt, das Bewusstsein meiner eigenen Gesellschaft und die Verhältnisse immer geringer wird. Insofern ist Marx auch im Fetischkapitel sehr fortschrittskritisch. Na gut, jetzt zurück nochmal zum Benjamin. Ich wollte es nur klarstellen. Wie gesagt, ich bin sicher, dass Benjamin einer der radikalsten Marxisten des 20. Jahrhunderts ist in diesem Sinne und nicht ein Antimarxist oder einer, der abweicht von den Analysen Marx. Also jetzt zurück zu Benjamin, sein Geschichtsbegriff. Er würde eben sagen, wir müssen einen völlig neuen Geschichtsbegriff haben, um zu begreifen, was unser Kampf ist, um zu begreifen, was die Rechten machen und um zu wissen, was wir selber machen und machen sollten. Ja. Und er würde eben sagen, und jetzt komme ich ein bisschen aus, wollte ich das irgendwie dreiteilig kurz darlegen, warum ist das so, dass der Engel in der neunten These nach hinten blickt? Also warum, was ist der Grund? Warum diese Rückwärtsgewandtheit? Auf den ersten Blick ist es ja eine, wie gesagt, konservative Haltung, eine nicht intelligente Haltung, nach zurückzublicken, man kann stolpern, man kann hinfallen, man sieht eben die wunderbare Zukunft nicht und so weiter. Es gibt so eine Geschichtsverfallenheit, so ein Nachtrauern vergangener Zeiten. Es gibt ja sehr viele Argumente dagegen, dass man zurückblickt. Benjamin würde sagen, denke ich, so konnte man das zusammenfassen. Es gibt letztlich drei große Gründe oder Gruppen von Gründen, warum dieses Zurückblicken des Engels der Geschichte so wichtig ist. Und ich denke, eins sind so epistemologische Gründe, die innerhalb der Erkenntnistheorie zu suchen sind. Andere sind, um es mal so zu nennen, etwas platt ontologische Gründe, also die eher in der wirklichen Beschaffenheit der Welt zu suchen sind. Und es gibt auch direkt politische Gründe. Also nur kurz zu den epistemologischen. Ich denke, Benjamin würde sagen, was man untersuchen kann, ist das, was wir Vergangenheit nennen oder Gegenwart. Zum Beispiel, man kann die Geschichte dieses Gebäudes untersuchen. Mich hat das immer sehr irritiert, dass die Uni jetzt hier ist, aber gut. Wann wurde es gebaut? Mit welchen Intentionen? Mit welchen deutschen Imperialisten-Intentionen, die sich in dieser Firma ausdrücken, die von hier aus organisiert wurde? Darum auch diese Herrschaftsarchitektur und so weiter. Also man kann natürlich die Geschichte des Gebäudes untersuchen. Wie war das dann mit den Alliierten hier? Wie wurde es dann von IG Farben davor verwendet im Nationalsozialismus? Wie war das in dieser kurzen Zeit, die... Ich weiß nicht, ob jetzt noch in Treppenhäusern gab es früher mal so Tafeln, ich weiß nicht, ob die noch hängen, wo das zwischendurch für die Displaced Persons verwendet wurde, die hier gelebt haben. Also die Leute, die die KZs überlebt haben, haben ja ein paar Monate gelebt auch und so weiter. Und dann war es eben ja von den Alliierten, also von den US-Truppen, Headquarter, jetzt ist es die Uni. Man kann natürlich diese Geschichte ganz genau analysieren und weiß dann sehr viel von diesem Gebäude. Was wir nicht machen können, ist analysieren, was in 10, 20, 30 Jahren mit diesem Gebäude passiert. Wir können natürlich Hypothesen aufstellen, Fantasien haben, Vorstellungen, Ängste, Träume. Das ist aber keine Analyse. Also ein Verständnis, also ein Erkenntnisakt im strengen Sinn des Wortes, wenn ich jetzt nicht irgendwie religiös, das war Bremer, die da erkennt ist, sondern wirklich als materielle Erkenntnis das verstehen will, den Prozess kann nur im Sinne der Erkenntnis der Vergangenheit stattfinden. Ich kann noch nicht mal wissen, was in 5 Minuten hier passiert. Es könnte das Gebäude zusammenbrechen, hoffe es nicht. Es könnte eine Explosion sein, könnte ein Erdbeben geben. Was weiß ich, kann auch nichts passieren. Das wissen wir nicht. Das hat auch keinen Zweck, darüber überhaupt zu spekulieren. Das ist Unsinn. Das bringt uns nicht weiter. Das heißt, Erkenntnis ist immer nur möglich im Sinne einer Erkenntnis der Vergangenheit. Aber nicht nur im Sinne eben, das Wort ist mir eigentlich gefährlich, etwas, was eben vergangen ist, wie eben das Brett, was ich in den Fluss schmeiße und wegschwimmt und es geht so von selber so da weg, dahin, sondern im Sinne etwas, was eben nur scheinbar vergangen ist. Also das Wort ist, wie gesagt, trügerisch, sondern es ist ja noch da.
ich weiß es nicht, man könnte hier kratzen an den Wänden, man könnte schauen, was man dahinter findet. Wenn man hier genug kratzt, vielleicht findet man irgendwo noch, irgendwo versteckt irgendwelche Dokumente aus dem Nationalsozialismus oder irgendwelche Reste von Displaced Persons. Ich weiß es nicht, könnte sein. Ich weiß nicht, wie gründlich sie hier alles abgekratzt haben bei der Renovierung. Aber es wäre nicht so unwahrscheinlich, in irgendeinem versteckten Kellerraum finden vielleicht noch irgendwelche Reste. Warum nicht? Also in Mexiko ist es so, da braucht man nur 1,5 Meter graben in der Hauptstadt, dann findet man immer, das ist die größte Angst aller Bauherren. Früher oder später stößt man immer auf Reste von irgendwelchen Pyramiden, von irgendwelchen vorspanischen Bauten, da muss man sofort den Bau einstellen, da kommt sofort das Nationale Institut für Geschichte und Anthropologie und alle sind total verstört. Wie das hier übrigens passiert ist, das war einer der Kämpfer, an denen ich teilgenommen habe, als wir noch Studenten waren, da hat man ja im Zentrum, also einer der zentralen Stellen von Frankfurt gegraben, um von einem Gaswerk das neue Verwaltungsgebäude aufzustellen. Die Geschichte kennt ihr vielleicht noch, ja? Und dann wurden eben die Reste vom jüdischen Ghetto entdeckt, wo alle sehr entsetzt waren. Der Baum musste auch eingestellt werden. Das war sehr interessant, weil man plötzlich gesehen hat, richtig sinnlich wahrnehmen konnte, wie klein diese Häuser waren. Da waren eben die Fundamente von diesen winzig kleinen Ghettohäusern. Das jüdische Ghetto war so winzig klein, weil die Nichtjuden, also die Katholiken und so weiter, Protestanten den Juden mehr Raum nicht geben wollten, dass wirklich jede Ideologie, dass die Juden hatten es immer so gut, die waren immer so reich und so weiter, ist wirklich innerhalb von Sekunden zerfallen. Man musste sich nur diese Fundamente anschauen, da war ihnen klar, das ist alles Lüge. Ja, und dann hat natürlich die Stadt gesagt, so geht es nicht. Man hat diese Fundamente weggeräumt. Aber es ist eben immer die Gefahr, und das ist für Benjamin eine der großen Hoffnungen, die er hat, ist für die Herrschenden, aus Sicht der Herrschenden, ist immer die Gefahr, dass die Vergangenheit eben doch nicht vergangen ist. Also die Herrschenden hätten ganz gerne die Dinge vergehen. Die Verbrechen gegen die Juden in Frankfurt im Mittelalter, die Verbrechen in Auschwitz, die Verbrechen in Mexiko zum Beispiel gegen die dortige Bevölkerung in der Kolonisierung und so weiter. All diese Verbrechen würden natürlich, hätten die Herrschenden ganz gerne, dass sie vergehen. Einfach so, wie gesagt, wie im Fluss oder in der Eisenbahn, so einfach immer weiter weg sind und irgendwann sind sie ganz weg und nur noch irgendwelche Fanatiker der Vergangenheit drängen dann. Benjamin würde sagen, nein, sie sind da. Die sind da und sie würden gerne alles tun, damit sie verschwinden, aber sie können nicht. Jetzt habt ihr vielleicht auch gehört, um das Beispiel Mexiko nochmal aufzugreifen, Guerrero, da wurde jetzt ja viel gesucht, nachdem es großen Druck gab in Mexiko und auch aus dem Outland, nach diesen 43 Verschwundenen. Und man hat mittlerweile schon über 500 heimlich verscharrte Personen gefunden. Ja? Über 500. Und die Regierung sagt dann immer, ja, das ist nicht so wichtig, das sind ja andere. Macht immer andere. Das sind ja eh andere. Ja? Über 500. In 2 Monaten Suche, überall ständig tauchen Gräber auf und Gräber und Gräber und mehr Gräber. Und das ist natürlich ganz schrecklich für die Regierung. Die sagt, warum muss das jetzt passieren? Wir wollen das überhaupt nicht wissen, wie viele Leute hier in den letzten Jahren verscharrt wurden von irgendwelchen Mörderbanden, die eben oft auch zusammenarbeiten mit der Polizei und der Armee und so weiter. Das will doch eigentlich gar keiner so genau wissen. Wir haben die doch extra verscharrt, 2-3 Meter tief. Warum muss er jetzt gegraben werden? Also es gibt für die Herrschenden nichts Schlimmeres, als wenn einer anfängt zu graben oder zu kratzen oder Archiven zu suchen oder wie Lanzmann eben die aufzusuchen, die wenigen sich noch erinnern. Also diese Akte des Aufzeigens, dass das Vergangene nicht vergangen ist, das ist eines der ganz großen Schwachpunkte der Herrschenden, würde Benjamin sagen. Und einer der ganz wenigen eigentlich Punkte, die wir haben, an denen wir anknüpfen können als Linke, als Revolutionäre, ist genau die Vergangenheit. Einmal eben, wie gesagt, die Verbrechen der Herrschenden in der Vergangenheit und auch natürlich die Kämpfe. Darum ist zum Beispiel der Film Treblinka auch wichtig. Ja. Es gab Kämpfe. Also es gibt oft diesen Satz, die Juden sind zum Tod gegangen wie die Schafe zur Schlachtbank. Das ist nicht wahr. Es gab Treblinka und die der Aufstand gemacht haben, waren hauptsächlich Juden. Ja, es gibt, wie gesagt, keinen Aufstand, weder von russischen, noch von polnischen, noch von rumänischen und noch viel weniger von deutschen Kommunisten oder Sozialdemokraten oder was weiß ich, anderen, die nicht einverstanden waren. Es gibt keinen einzigen Versuch, die Mordsmann-Maschinerie zu unterbrechen. Der einzige Versuch wurde von Juden vorgenommen. Es waren auch ein paar sowjetische Soldaten dabei. Es war so eine Mischgruppe, von denen einige Juden waren, andere nicht. Es war so eine ganz kleine Gruppe, 6-7 Personen, die meisten waren Juden. Also zu sagen, die Juden sind zur Schlachtbank gegangen wie die Schafe, ist eine Lüge. Wie gesagt, es waren die einzigen. Die einzigen, die versucht haben, das aufzuhalten, waren sie. Das wird aber auch vergessen. Also das Vergessen ist nicht nur ein Vergessen der Verbrechen, das Vergessen ist auch ein Vergessen der Aufstände gegen die Verbrechen. Und wie gesagt, sie sind aber da. Die Reste sind da. Man muss nur genug suchen. Das ist physisch, wie gesagt, nicht nur im Kopf, sondern es ist auch physisch da. Lanzmann geht deswegen auch mal zu den Plätzen. Also wenn er den Film gesehen hat, er bringt die Leute hin an den Platz, dann sagen sie, stimmt, hier war es. Das fängt schon an. Oder fast am Anfang kommt diese Szene, wo dann, ich glaube, Simon Srebling, wenn ich mich erinnere, die Erde anfasst, so die Hände rieseln lässt und sagt, ja, hier war es. Hier sind die Flammen zum Himmel gestiegen.
Also es gibt eben auch, wissen wir alle, so eine physische Erinnerung, wenn man in einen Ort kommt, wo einem was Wichtiges passiert ist, ist der Körper selber involviert, der Körper selber, es ist nicht nur das Gehirn, der Körper selber entwickelt Erinnerungsprozesse, genau deshalb, weil die Erinnerung ist im Geruch, ist in der Erde, ist in der Luft, im Wasser, in den Spiegelungen im Wasser und so weiter, da ist die Erinnerung, das ist eben viel mehr als ein mentaler Prozess und das, darum geht es und insofern ist eben epistemologisch gesehen eben nur der Blick nach hinten, der einzig richtige Blick, also der nach vorne blickt, ist blind, sieht nichts und der nach hinten blickt, muss manchmal ein bisschen nachforschen, kratzen, schürfen, graben und so weiter, Erinnerungsprozesse das also entblockieren und so weiter, aber es ist möglich, wenn das andere unmöglich ist. Das andere ist ein reiner fantastischer Prozess. Ja, das ist, ich will das jetzt schnell machen mit der Zeit. Das zweite, es gibt noch mehr Argumente, aber das ist ein zentrales. In dem Zusammenhang noch ganz schnell eine kleine Schleife. Ich würde auch sagen, nicht nur um die äußere Realität zu begreifen, muss ich zurückschauen, sondern auch mich selber. Also ich selber sehe mich nur dort. Also wenn ich zum Beispiel greifen will, zum Beispiel die Bewohner von Iguala, wer sind wir, warum werden wir heute von der Polizei verfolgt, warum wurden unsere Söhne von der Polizei verschleppt und dann nämlich in Mörderbanden übergeben, dann reicht es nicht zu fragen, was haben diese Söhne zwei Stunden vorher gemacht. So muss ich eben tatsächlich zurückgehen, die letzten 100, 200, 300, 400, 500 Jahre, um dann zu begreifen, was da passiert. Also ich sehe mich selber wirklich nur richtig, wenn ich eben auch diesen Blick nach hinten habe, dass zu dem epistemologischen Argument, ontologisch gesehen, habe ich schon kurz erwähnt, ist es eben auch so, dass, wie gesagt, de facto gibt es die Zukunft nicht. Die Zukunft gibt es ausschließlich in idealistischen oder theologischen Theorien. Die kommt letztlich aus der Theologie natürlich, die Idee der Zukunft. Vorstellung eines Lebens nach dem Tode, eines Lebens im Himmel und so weiter. Wenn in der bürgerlichen Revolution wurde das dann sozusagen rationalisiert oder pseudo-rationalisiert eigentlich, wurde aus der Idee eines Lebens nach dem Tod dann eine Idee einer Zukunft vor dem Tod gemacht oder eine Zukunft der zukünftigen Generation, was aber letztlich nichts anderes ist. Also letztlich gibt es einen theologischen Rest, denke ich, im bürgerlichen Denken in dieser Zukunftsfixiertheit, die fälschlicherweise die Linke dann übernommen hat, diesen theologischen, metaphysischen Rest. Dazu ein ganz kurzer Kommentar, es wird oft meiner Ansicht nach auch falsch interpretiert, dass Benjamin den Marxismus so theologisch ein bisschen aufweicht, wenn er eben ganz am Anfang und dann später mehrfach Bezug auf die Theologie, die Engel und die Mönche und so weiter nimmt. Ich denke, dass das anders ist. Ich denke, macht er was Ähnliches wie Horkheimer und Adorno erwähnen in ihrer Analyse das Problem der Projektion. Ja, Horkheimer und Adorno ja sagen in Antisemitismus, das ist was sehr Wichtiges, also ich sage mal viele wichtige Sachen, aber epistemologisch ist Folgendes wichtig: Projektion kann nicht überwunden werden, wie die Positivisten falsch denken. Es gibt das direkte Verhältnis zur Dingwelt nicht. Es geht nur projizieren, dass ich die Außenwelt wahrnehme. Ich kann diese Flasche nur als Flasche wahrnehmen, weil ich tausende von Bildern von Flaschen, die ich im Kopf habe, darauf projiziere. Also mich, meine eigene Geschichte, projiziere auf dieses Objekt. Darum ist es für mich eine Flasche. Jeder Akt von Erkenntnis ist ein Projektionsakt. Was ich aber machen kann, ist versuchen, rationell falsche Projektionen zu bremsen. Bewusstsein, dass ich projiziere. Und was Ähnliches, denke ich, passiert mit der Theologie bei Benjamin. Ich denke, er würde sagen, Theologie ist noch nicht überwunden. Die Theologie ist viel mehr im bürgerlichen und aufgeklärten Denken vorhanden, als wir das normalerweise wissen. Was ich mache, ich werde mir bewusst dessen und bin insofern weniger Theologe, als die, die sagen, ich bin kein Theologe. Also Benjamin, denke ich, führt die Theologie nicht ein, um sie zu verstärken, sondern sie abzuschwächen. Aber eben als Bewusstsein, dass wir noch nicht in einer völlig posttheologischen Phase angelangt sind, aber wenn ich weiß, insofern ich der Theologie noch bedarf, um zum Beispiel den Geschichtsbegriff zu kritisieren, der heute vorherrscht, kann ich verhindern, dass ich von der Theologie verschluckt werde, ohne es zu merken. Ich denke, es ist eigentlich ein antimetaphysischer Ansatz, dass eine Theologie auf den Kopf stellt und ihre bewusste Anwendung, so wie bei Horkheimer und Adorno, die bewusste Anwendung der Projektion ihre falsche Anwendung verhindert, so kann, oder zumindest begrenzt, so kann auch die bewusste Anwendung der Theologie ihre falsche Anwendung sozusagen eingrenzen. Na gut, und jetzt nochmal zurück eben zum ontologischen Problem. Also ich würde sagen, eben ontologisch gesehen gibt es die Zukunft nicht. Die Bürgerlichen nehmen das falsch an. Sie gestehen sich das ja insgeheim ein, wenn sie von Wahrscheinlichkeit reden oder Popper redet von, nennt man es auf Deutsch, Falsifizierung. Ja, und geht eigentlich insgeheim stehen sich da ein, weil Popper sagt, die Falsifizierung ist morgen.
oder übermorgen. Übermorgen weiß ich, ob vielleicht meine heutige Theorie falsch ist. Er gesteht sich aber insgesamt ein, dass dieses Morgen und Übermorgen gar nicht existiert. Dass sozusagen erst, wenn ich das Morgen wieder ein Heute ist, dann produziert er die falsche Beziehung. Also letztlich, Popper gefällt mir deswegen ganz gut, weil er eigentlich, ohne es auszusprechen, zugibt, dass irgendwas nicht funktioniert. Er gibt eigentlich zu, dass der Zukunftsbegriff trügerisch ist. Er sagt, sucht ein falsches Beziehungsbegriff. Indirekt geschieht das eine, ohne das ganz offen zu tun. Also das ist eigentlich eine theologische Konstruktion, die Konstruktion der Zukunft, weil, wie gesagt, weil es die Zukunft nicht gibt. Darum, es gibt nur einen metaphysischen Zugang zu ihr. Metaphysisch kann man natürlich, wie gesagt, den Himmel und die Hölle und das alles konstruieren, auch das Morgen, die Statistik und was weiß ich, dieses ganze Zeug, was man so macht. Japan ist ein wunderbares Beispiel, Fukushima. Die Ingenieure wussten ganz genau, dass es vor 100 Jahren, gab es in Japan einen Tsunami mit einer Welle von 30 Meter Höhe. Es gibt mehrere Dokumente darüber. Die haben dann natürlich aber gesagt, wir können so, das wird zu teuer. Ja, das wird zu teuer, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dann ein Tsunami mit 30 Meter Wellenhöhe kommt. Wir gehen mal statistisch davon aus, dass in den letzten 100 Jahren kein Tsunami höher als 7 Meter war. Und darum ist auch der Schutz von Fukushima war auch auf 7 Meter Wellenhöhe angelegt. Hat natürlich nicht gereicht, weil die Wellen 15 Meter hoch waren, also bei dem letzten Tsunami, der diese große Katastrophe ausgelöst hat. Aber da sieht man der Zukunftsbegriff der Bürgerlichen, wie trügerisch der ist. Der geht noch nicht mal von der eigenen Erfahrung aus, sondern sie gehen aus von einer rekonstruierten Erfahrung, die sozusagen ökonomisch und politisch ganz genehm ist. Und dazu ist eben die Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung wunderbar. Man kann dann eben selbst historische Erfahrungen reduzieren auf das, was man dann in dem, wie nennt sie das, dieser Fehlerbereich, ja, es gibt so diesen Unschärfebereich, da kann man das, da rein fällt das dann. Es gab vor 500 Jahren tatsächlich gab es einen Tsunami mit 30 Meter Höhe, da gibt es genug Dokumente, das belegen, aber das ist so wenig, einmal in 500 Jahren, das ist sozusagen statistisch gesehen irrelevant, das ist so, als würde es gar nicht existieren. Also, und darauf können wir dann auf die Zukunft schließen. Wir können dann auf die Zukunft schließen, dass es niemals einen Tsunami geben wird, der höher als 7 Meter ist. Also was ich damit sagen will, ist ganz klar, dass der bürgerliche Zukunftsbegriff überhaupt keine materielle Grundlage hat. Also die gesamte statistische Berechnung baut nicht darauf aus, tatsächlich aus der historischen Erfahrung zu lernen, sondern baut darauf auf, wie kann ich bestimmte Prozesse so regeln, dass sie noch bezahlbar sind, dass noch gewisse Winde rauskommen, und kann aber dabei so tun, als wäre das Ganze wissenschaftlich begründet. Also die bürgerliche Ideologie einschließlich ihrer Ingenieurwissenschaften, einschließlich ihrer Physik, sind, würde Benjamin in diesem Sinne sagen, völlig ideologisiert, und die historischen Erfahrungen sind eigentlich völlig egal. Es geht ausschließlich darum, wie gesagt, das Ganze in gesellschaftlichen realisierbaren Kontext zu stellen. Einfach ein Tsunami mit 30 Meter, den zu berechnen, ist einfach zu teuer. Das dann sagen, baut kein Mensch mehr Atomkraftwerk. Ja? Und das wollen wir ja, da Geld rausholen und so weiter. Deswegen müssen wir sozusagen das statistisch ein bisschen abschwächen, die historische Erfahrung. Und das sage ich nur, dass eben klar ist, der bürgerliche Zukunftsbegriff ist ganz klein ideologischer Begriff, der nicht die allergeringste materielle Grundlage hat. Da sieht man auch dann diese ganzen Probleme, die es in den USA jetzt haben mit ihren Raketen. Bei der Berechnung, welche Rakete sicher wohin fliegt, wird natürlich nicht berechnet, dass die wirklich sicher ist. Sonst wird berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls relativ gering ist. Man könnte sie viel sicherer konstruieren, dann wären sie aber viel teurer. Und da wird eben gesagt, wenn die Wahrscheinlichkeit geringer als 5-6% ist, ist es egal, wenn die Astronauten sterben. Insofern nur sagen, damit klar ist, es gibt keinen materiell fundierten Zukunftsbegriff in der bürgerlichen Theorie. Dann gibt es nicht, die materielle Fundierung ist ausschließlich der Wertbegriff. Ja, also was kann ich vom Wertbegriff ausgehend sinnvoll rechnen? Das ist dann, was ich Zukunft nenne. Insofern ist es klar, dass ontologisch gesehen der Zukunftsbegriff nicht haltbar ist. Wie gesagt, er ist nur haltbar als ein Begriff, der die Prozesse des Wertes, sich verwertet, garantieren wollte ich sagen. Das in dem Sinne ist ein Zukunftsbegriff haltbar, aber in einem wissenschaftlich, materiell verteidigt, also begründbaren Sinne existiert er nicht. Also insofern gibt es keine, also wenn die Naturwissenschaftler sagen, sie haben wenigstens, können wir es auf Deutsch auch jetzt vergessen, auf Mexiko sagt man Ciencias Blandas, Ciencias Duras, Ciencias Blandas, also in Spanisch die harten Wissenschaften sind Naturwissenschaften, die weichen, die so ein bisschen wässrig sind, die Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften, wenn man auf Deutsch sagt, das Ding ist völlig falsch. Also die Naturwissenschaften sind nicht härter als die Philosophie. Sie sind genauso gesellschaftlich, ideologisch aufgeweicht, insbesondere natürlich dann in ihrer Anwendung, aber letztlich auch, wie gesagt, in bestimmten Grundkonstanten, wo man fälschlicherweise davon ausgeht, dass man die Zukunft voraussagen kann. Gut, jetzt noch zum politischen Zukunftsbegriff und Fortschrittsbegriff, und damit höre ich dann auf, dass noch ein bisschen Zeit ist für Diskussionen. Da ist das Problem, ich habe es zwar schon kurz erwähnt, aber ich will darauf nochmal eingehen,
dass eben die Linke, würde Benjamin sagen, doch nicht so geschwächt wurde wie durch den falschen Zeitfortschritts- und Fortschrittsbegriff und Geschichtsbegriff. Dass das wirklich ihr Hauptschwachpunkt war und insofern zu verstehen ist, zumindest teilweise, ist, wie gesagt, sicherlich kompliziert, es gibt sicherlich mehr Argumente, die man analysieren müsste oder mehr historische Gründe, aber als zentraler Punkt zu sehen ist, dass dass durch einen falschen Geschichtsbegriff die Linke nicht richtig einschätzen konnte, wie groß die Gefahr des Nationalsozialismus ist und wie groß die Stärke des Nationalsozialismus ist, weil man eben dachte, der Nationalsozialismus ist geschwächt durch sein Entgegenschwimmen gegen den Geschichtsprozess, das schwächt ihn systematisch und während wir gestärkt sind, darum könnte es reichen, abzuwarten. Das ging so weit, dass zum Beispiel die Sozialdemokraten am Schluss, kurz vor ihrem Verbot, aus dem Zentralkomitee alle Juden ausgeschlossen haben. Das ist etwas, worüber nicht mehr so besonders viel geredet in der SPD, es wäre gar nicht so falsch, das mal zu tun. Die haben am Schluss alle Juden ausgeschlossen aus dem ZK, mit eben der Vorstellung, wenn wir das jetzt vorübergehend tun, das ist natürlich nicht so fein, aber können wir damit dann die Partei über diese kurze Zeit des Nationalsozialismus retten und danach können wir ja wieder ganz nett sein und nicht mehr so antisemitisch und so weiter, weil ja das kurz dauern wird, weil die ja gegen den Strom der Geschichte schwimmen und wir mit dem Strom können wir solche kleinen Ausnahmen uns zugestehen. Eine Woche später wurden sie dann trotzdem verboten, das hat ihnen nicht viel gebracht, aber eben es gibt eine Unmenge von Fehlern, auch bei den Kommunisten übrigens, nicht nur bei den Sozialdemokraten, in diesem Sinne, wo immer aufgrund einer falschen Vorstellung, wie der Nationalsozialismus in der Zeit, in der Geschichte einzuschätzen ist, systematisch Fehler begangen wurden, immer mit der Vorstellung, muss nur abwarten. Man muss eigentlich hauptsächlich abwarten und nach einem gewissen Abwarten können wir dann wieder die normalen Tagesgeschäfte aufnehmen. Ja, das ist etwas, was mich bis heute noch sehr indigniert, dass wirklich, ich kenne die genauen Zahlen, ich weiß nicht, ob jemand kennt, aber es gab ja Abertausende von Waffen, die Kommunisten versteckt hatten, in Deutschland und auch in Österreich, die haben ja den Aufstand gegen die Nazis vorbereitet. Das war ja abzusehen, jahrelang vorher, dass die an die Macht kommen können und haben keine einzige davon verwendet. In Österreich, zumindest in Linz, gab es einen kleinen zweiwöchigen Aufstand gegen die Parteiführung in Wien, die angeordnet, das nicht zu tun haben, sind Linz das dann trotzdem gemacht, wurden dann niedergeschlagen. Aber in Deutschland gab es noch nicht mal das. Es gab nichts. Also mit Abertausenden von Waffen ist kein einziger Schuss gefallen. Also für mich ist das unbegreiflich, warum das so passiert. Ich denke auch, dass die KP das, glaube ich, nie richtig diskutiert hat, warum sie das so gemacht haben. Und wenn ihr würde eben sagen, es war deshalb. Man dachte eben, wenn wir jetzt schießen, riskieren wir unser Leben. Wenn wir schießen, riskieren wir das Leben unserer Kinder, unserer Ehefrauen oder unserer Ehemänner und so weiter und so weiter. Wir warten lieber ab, weil wir können die Zukunft, die wunderbare Zukunft, für die wir kämpfen, können wir in Gefahr bringen durch einen bewaffneten Aufstand. Wenn Benjamin sagen würde, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber ich werde es trotzdem tun, wenn Benjamin sagen würde, es ging darum nicht. Es ging nicht um eine bessere Zukunft. Es ging einfach nur eben um die Unterbrechung dieser Mordsmaschine, die da anfing zu arbeiten 1933 und die dann immer mehr und immer perfekter und immer schneller gearbeitet hat. Es ging darum, die zu unterbrechen. Es ging nicht um eine bessere Zukunft, sondern es ging eben darum, diese Explosion, dieses Voranschreiten, dieses wunderbaren Zugs der Richtung Abgrundras zu unterbrechen. Und vielleicht, weil ich das angekündigt habe, noch ein kurzes Kommentar zu den Zügen. Also die Züge sind vielmehr als ein Symbol. Jetzt nicht nur, weil es die Züge nach Auschwitz sind und Treblinka und Sobibor und so weiter, sondern weil es auch die Züge waren, die überhaupt einen großen Teil den Zeitbegriff eingeführt haben. Also wenn man das untersucht, wie das dazu kam, dass zum Beispiel in Preußen oder auch in Frankreich, das ist überall gleich auch in den USA, warum die Regierungen dann vereinheitliche Zeiten einführen, in großen Ländern Zeitzonen, das ist immer aufgrund von Forderungen von den Eisenbahngesellschaften. Das ist nie die Regierung von sich aus, sondern die Eisenbahngesellschaften sagen, wir können so keinen Fahrplan machen, wir können so das nicht organisieren, so ein schnell bewegendes Fortbewegungsmittel. Wir brauchen in jeder Stadt, an die wir anfangen, die gleiche Zeit, sonst müssen wir ja immer, wenn zum Beispiel von Frankfurt nach Köln eine Viertelstunde Zeitunterschied ist, weil früher die Zeit nach dem Höchstsonnenstand berechnet wurde, also immer 12 Uhr Mittag, wenn die Sonne im Zenit stand, das geht so nicht weiter, da war in Köln, wie gesagt, 15 Minuten nämlich mal verschoben zu Frankfurt, man kann sogar einen Fahrplan machen, wenn man immer zur Fahrzeit noch addieren oder subtrahieren muss, den Zeitunterschied, wir brauchen Zeitzonen, das waren ausschließlich die Eisenbahngesellschaften, das war kein politischer Prozess ursprünglich, das war kein gesellschaftlicher Verein, das war ein Prozess von den Eisenbahngesellschaften, die gesagt haben, wir brauchen Zeitzonen. Ja? Und dann in Europa, wer die MEZ eingeführt hat, die mitteleuropäische Zeit, waren auch die Nazis. Das ist ganz interessant, das wird auch heute nicht diskutiert, es hat auch die EU nie in Frage gestellt. Die MEZ ist ja eine der größten Zeitzonen der Welt,
ist einer der breitesten, nur China hat eine breitere, eigentlich total irrational, dass sie so groß ist. Das haben die Nazis eingeführt. Also die Nazis haben sehr schnell verstanden, dass zur Unterdrückung zum Beispiel von Amsterdam gehört, die dortige Zeitzone auszuschalten. Amsterdam hatte vor dem Nationalsozialismus 30 Minuten Zeit, man steht zu Berlin, also nicht mal eine Stunde, 30 Minuten. Das wurde von den Nazis, das war in der ersten Verwaltungsakte nach der Einnahme von Amsterdam, wurde es aufgehoben. Und interessanterweise haben Niederlande es nie wieder hergestellt. Also das ist ganz interessant, so, damit höre ich jetzt auf, wenn man sieht, wie die Eisenbahngesellschaften und dann später die Nationalsozialisten sehr genau begriffen haben, wie eine Unterordnung der Welt unter ihre Logik, jetzt auch im materiellen Sinn, also ihrer Form der Organisation der Gesellschaft nur funktioniert mit der Unterordnung und der Organisierung der Zeit nach zentralen Kriterien, nicht nach Kriterien der Sonne oder des Lebensrhythmus der Leute, die aufstehen, wenn es hell wird und schlafen, wenn es dunkel wird oder so, sondern nach Kriterien, die für Eisenbahn und später Krieg und Vernichtung und so weiter angemessen sind. Und insofern muss man politisch, wie gesagt, ich mache das sehr abgekürzt, es gibt da mehr Argumente, aber ich lasse es dabei, muss man politisch eben begreifen, zurückgehen auf die Französische Revolution, dass einer der zentralen Kämpfe wäre eigentlich der Kampf um die Zeit. Also nicht nur im Sinne, ich will mehr Zeit haben, sondern im Sinne wirklich einer radikalen Kritik des heute herrschenden Zeitbegriffs und eines Verständnisses, dass dieser Zeitbegriff falsch ist, dass er ideologisch ist und Kämpfe nicht nur erschwert, sondern sie unmöglich macht, wenn wir uns die Zeit sozusagen ihr völlig unterordnen. Und insofern würde Benjamin sagen, nur ein anderer Zeitbegriff, nur ein anderer Geschichtsbegriff, ein anderer oder die Zerstörung des Fortschrittsbegriffs als völlig falschen Begriff kann dazu führen, dass die Linke aus dieser ideologischen Unterlegenheit, in der sie heute ist, herauskommt und eben in einem gewissen Moment eine antikapitalistische Theorie und Praxis wieder sinnvoll und erfolgreich organisieren kann. Oder lass es jetzt. Ja. Ja.